Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer Anhörung hier begrüßen. Es ist die 33. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit in dieser Legislaturperiode. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich ganz besonders die Sachverständigen. Ich eröffne damit unsere öffentliche Anhörung und zu meiner Rechten begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Thomas Geppert und die Vertreter und Vertreterinnen, aber das kann ja immer mal wechseln, der Bundesregierung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für schnellere Termine und bessere Versorgung, kurz TSVG, und der dazugehörigen Unterrichtung. Zu dem Gesetzentwurf haben die Koalitionsfraktionen einen Änderungsantrag eingebracht und die Fraktion Die Linke 3 Änderungsanträge. Auch diese Änderungsanträge sind heute Gegenstand der Anhörung. Außerdem sind der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion, ein Antrag der AfD, zwei Anträge der FDP, ein Antrag der Fraktion Die Linke sowie der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Anhörungsgegenstand. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz strebt die Bundesregierung umfangreiche Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger an. Dazu gehört, die Wartezeiten auf Arzttermine zu verkürzen, das Sprechstundenangebot zu erweitern und vertragsärztliche Leistungen besser zu vergüten. Außerdem sollen die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Versorgungsalltag besser praktisch nutzen können, um ihnen nur einige der zahlreichen geplanten Änderungen des TSVG zu benennen. AfD und FDP fordern in ihren Anträgen, die Budgetierung für Ärzte auszusetzen bzw. aufzuheben. Darüber hinaus geht es in der Anhörung um den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, mit dem fertilitätsbewahrende Behandlungen von Krebspatienten in den Leistungskatalog der Krankenkassen übernommen werden sollen, sowie einen Antrag derselben Fraktion zur Stärkung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Regionen mit der Forderung, die mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz angeordnete Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinie bis zum 01.07.2019 umzusetzen. Schließlich beschäftigen wir uns heute mit Anträgen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Grüne zur Stärkung der Heilmittelversorgung, während Die Linke die Vergütung der Heilmittelerbringer um 30% anheben will, fordern Bündnis 90 Die Grünen die Anbindung der Vergütung an die Grundlohnsumme dauerhaft aufzuheben. Wir haben also viele verschiedene Vorschläge zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen auf dem Tisch, die wir mit Ihnen, liebe Sachverständige, in den nächsten 3 Stunden diskutieren wollen. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal vorsorglich daran erinnern, dass sich alle Fragen und Antworten auf den vorliegenden Gesetzentwurf, die dazu bereits vorliegenden Änderungsanträge sowie auf die Vorlagen der Oppositionsfraktionen beziehen müssen. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich die Fragen und Antworten nicht zulassen. Der Ausschuss hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, eine weitere Anhörung zum TSVG durchzuführen. Diese findet am Mittwoch, den 13. Februar, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt. Und hier hat man also nochmal Gelegenheit, Fragen zum TSVG zu stellen und Antworten zu erhalten. Bevor wir in die Anhörung einsteigen, möchte ich das Anhörungsverfahren kurz erläutern und stehen für diese Anhörung 180 Minuten zur Verfügung.
Diese 180 Minuten wurden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke auf zwei Runden verteilt. Die erste Frage- und Antwortrunde dauert 120 Minuten. Danach machen wir 5 Minuten Pause. Dann geht es noch einmal 60 Minuten weiter. Für diese zweite Runde sind vornehmlich Fragen zu den Heilmittelerbringern geplant, aber es können auch Fragen zu anderen Themen gestellt werden. Die Zeitkontingente der einzelnen Fraktionen finden Sie in schriftlicher Form auf Ihrem Sitzplatz. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich kurz zu fassen. Ich bitte darum, das Mikrofon zu benutzen, damit also auch die Zuschauer wissen, wer die Frage stellt und wer antwortet, dementsprechend auch Namen und Verband zu nennen. Das macht auch die Protokollierung leichter und natürlich auch das Nachverfolgen durch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich danke allen Verbänden und Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Ein Hinweis, das ist üblich bei uns, vielleicht bei so vielen Leuten im Saal kommt ja was in die Kasse, aber müsste auch nicht sein. Also wenn wir einen Klingelton hören, die Mitarbeiter sind darauf geschult, das zu eruieren, wo es geklingelt hat, und das kostet 5 Euro. Und nicht, das ist keine Flatrate. Ich weise noch darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und live im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Außerdem ist die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages anzusehen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Somit können wir jetzt in die Anhörung einsteigen. Und die erste Frage stellt die CDU-Fraktion. Und ich darf der Kollegin Karin Mack das Wort erteilen. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Guten Tag, meine Damen und Herren. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Greiner. Wir wollen ja direkt in die Sachthemen einsteigen. Und deswegen hätte ich gerne gewusst, wenn ich den Professor Greiner irgendwie so im Auge habe. Wie er die Erweiterung der Aufgaben bei den Terminservicestellen beurteilt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Greiner. Sie haben das Wort. Ja, auch meinerseits vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Mark, vielen Dank für die Frage. Die Terminservicestellen haben ja eigentlich als Sinn, dass eine bessere Verteilung von vakanten Arztterminen unter den Patienten dann stattfinden sollen. Das ist natürlich zunächst mal sinnvoll. Wir haben in unserem Sachverständigenratsgutachten im letzten Sommer zu diesem Punkt auch kurz etwas geschrieben. Allerdings nur kurz, weil letztendlich das Ganze ja auch nicht die Sicht verstellen soll vor den etwas größeren Themen, vor den etwas größeren Herausforderungen. Und das ist sicherlich, was dahinter steht, ist, dass die jetzige Bedarfsplanung, so wie sie ist, eben zu Resultaten führt, die schon manchmal etwas merkwürdig anmuten, wenn in Regionen, wo eine eigentlich hundertprozentige oder sogar noch darüber liegende Versorgung stattfindet, dann eben doch zu langen Wartezeiten es manchmal kommt. Und wir haben dem entgegengesetzt als Sachverständigenrat eine andere Herangehensweise, dass man sich von den Arztsitzen eher trennt als Abrechnungs- oder als Planungseinheit und in Leistungen denkt. Ich will aber gerne zum Thema hier zurückkommen. Und da ist natürlich auch kurzfristig eine solche effizientere Allokation von vakanten Arztterminen sinnvoll. Angebot und Nachfrage kommen häufig auch in anderen Wirtschaftsbereichen ja nicht von alleine zueinander. Hier wäre es so, dass die Patientinnen und Patienten gezwungen werden, dann im Grunde überall in der Region herumzutelefonieren. Das kann man in einem digitalen Zeitalter eigentlich so heute nicht mehr akzeptieren. Und deswegen ist es gut, dass es diese Stellen gibt. Man hätte sich auch vorstellen können, dass das Ganze über Online-Systeme der Einzelpraxen dann auf einer Meta-Plattform zusammengeführt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Terminstellen auch diesen Weg gehen werden. Was ist notwendig, um hier zu einem ausgeglichenen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu kommen? Denn die Kosten sind ja weitgehend fix. Sie sind im Gesetzentwurf mit 9 Millionen angegeben. Das kann ich nicht überprüfen. Aber was die Nutzenseite angeht, hängt alles davon ab, dass die Bekanntheit sich sicher
sicherlich erhöht. Das wird dadurch, dass man umstellt auf 116, 117 vermutlich der Fall sein. Können wir vorstellen, dass die Marke 116, 117 davon profitieren wird, dass diese zusätzliche Funktion dazu kommt, nämlich der Vermittlung von Terminen. Dazu kommt die Akzeptanz von beiden Seiten, also von Angebot und Nachfrage. Und das bedeutet nicht, dass 100% aller Patientinnen und Patienten und aller Ärztinnen und Ärzte das machen müssen, aber dass eine bestimmte Gruppe daran interessiert ist und dass natürlich nicht die Erwartung besteht, dass man keine längeren Wege gehen muss. Im Gesetz steht eine zumutbare, aber auf jeden Fall längere Wege und dass natürlich auch nicht der Wunscharzt, die Wunschärzte dahinter steht. Und als Letztes müssen Vakanzen da sein, die vermittelt werden können. Und das wird, auch da kann ich auf unser Gutachten rekurrieren, vermutlich nicht dadurch erhöht, dieses Volumen, dass man die Sprechstundenzeit von 20 auf 25 Stunden ausweitet. Das wird auf diesen Parameter wenig Einfluss haben, weil einfach die Zahl der Ärzte, die das betrifft, ebenso klein sind. Letzter Punkt. Es ist ja jetzt schon für die Terminservicestellen eine Evaluation vorgesehen. Das macht zurzeit die KBV. Da könnte man auch sich vorstellen, dass das eine unabhängige Evaluation ist. Zurzeit soll vor allem auf Häufigkeit, Vermittlungsquote und Einhaltung der 4-Wochen-Frist geachtet werden. Das sollte überdacht werden, ob man hier das Ganze nicht breiter macht, zum Beispiel die tatsächliche Inanspruchnahme, das Wissen um das Angebot, die Akzeptanz und natürlich, wenn das jetzt dazugekommen ist, in welcher Form das Notfallmanagement, das wir uns ja alle wünschen, dass hier eine entsprechende bessere Leitung im Vorfeld schon passiert, ob das durch dieses neue Angebot tatsächlich stattfinden kann. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Bei mir geht es auch nochmal um die Terminservicestellen und da würde ich den GKV-Spitzenverband Bund einfach bitten, mal darzulegen, wie er dieses Thema bewertet, Erweiterung des Aufgabenspektrums bzw. Verkürzung von Wartezeiten, ob die Terminservicestellen hier einen Beitrag leisten können. Stackelberg, Herr GKV-Spitzenverband, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Ja, wir bewerten das als positiv. Wer kennt das nicht? Und das sind keine Einzelfälle, dass Sie Berichte bekommen, ich habe wieder keinen Termin bekommen. Ich finde das gut, wenn die Terminservicestellen jetzt rund um die Uhr besetzbar und erreichbar sein sollen. Das ist eine gute Idee. Die unterstützt der GKV-Spitzenband aus vollem Herzen. Ich finde es auch gut, wenn Haus- und Kinderärzte mit einbezogen werden. Mich wundert, und das rege ich an, dass wir das noch diskutieren, dass Sie bei der Psychotherapie die Langzeitbehandlung, die Vermittlung von Langzeitbehandlung noch nicht thematisiert haben. Ein Riesenthema, wie Sie wissen, haben Sie ja auch im Gesetz angesprochen. Hier auch die Langzeitbehandlung, wir haben ja schon die Erstbehandlung und die probatorische Behandlung drin, würde ich dringend überlegen, ob das nicht zum Aufgabenspektrum dazugehören sollte. Bei der Budgetierung und bei der Frage der Vergütung wäre ich vorsichtig. Wir haben Skepsis, ja, die neuen Fälle so wie vorgesehen zu vergüten, außerbudgetär, ist vollkommen richtig, unterstützen wir. Allein nur die normalen Fälle, die nicht neu sind beim Arzt, das werden ja in der Regel neue Fälle sein. Also ich glaube, das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Das, was Sie da als Volumen ausloben, würde ich Ihnen vorschlagen, loben Sie das lieber aus für Förderung von Abendsprechstunden und von Sprechstunden am Wochenende, sprich am Sonntagnachmittag. Das ist ja das, was wir ursprünglich versucht haben, was die Presse vollkommen missverstanden hat. In schon überbelastete Ärzte sollen noch mehr überbelastet werden. Das ist ja totaler Unsinn. Nein, aber zu überlegen, ob man Abendsprechstunden nicht mit einem Zuschlag, der außerbudgetär ist, fördert und auch die Nachmittagssprechstunden am Sonnabend und dafür aber die reine Vermittlung über die Terminservicestelle, das alles außerbudgetär, das beim Fall, das bringt übrigens extreme Nachfragen nach, wenn Sie da eine einfache, ich fange jetzt mal, einfache Erkältung haben und plötzlich dann der Fall, dann der gesamte Fall, das gesamte Quartal außerbudgetär vergütet wird, das bringt Komplikationen mit sich. Da würde ich Ihnen lieber raten, diese Sprechstunden zur Unzeit außerbudgetär mit Zuschlägen zu fordern. Das scheint mir eine gute Sache zu sein. Also insgesamt, um es kurz zu fassen, Idee gut, in Einzelheiten verbessern und loslegen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Alexander Kraus. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Und zwar mit dem TSVG soll die hausärztliche Versorgung und die sprechende Medizin besser vergütet werden. Wie beurteilen Sie die dafür vorgesehenen Maßnahmen?
im TSVG ist... Vielen Dank, Frau Sartorius, Sie haben jetzt das Wort. Sartorius vom Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Im TSVG ist ein Passus eingebaut worden, nachdem besonders qualifizierte Behandler zunächst schauen sollen, ob die Patienten tatsächlich auch einer psychotherapeutischen Versorgung zugefügt werden sollen. Wir sehen das sehr kritisch, weil wir befürchten, dass damit eben nicht alle Behandlungsbedürftigen in der Versorgung ankommen, weil damit zusätzlich Kapazitäten benötigt werden. Wir rechnen mit ungefähr 10% der Kapazitäten, die doppelt geleistet werden müssten, weil natürlich jeder Behandler dann im Anschluss nochmal dafür verantwortlich ist, für die Diagnostik und die Indikation zu einer Psychotherapie. Wir befürchten, dass damit bestimmte Patientengruppen tatsächlich aus der Versorgung eher ausgeschlossen werden würden, weil es nicht einfach ist, Hilfen aufzusuchen, insbesondere die Patienten, die eigentlich gemeint sind, nämlich die mit einem komplexen Behandlungsbedarf. Und oft entscheidet sich aber gerade im ersten Kontakt, ob ein Hilfeangebot angenommen werden kann oder nicht. Und deshalb plädieren wir dringend dafür, diesen Passus aus dem Gesetz zu streichen. Der Fragesteller ist noch nicht zufrieden mit der Beantwortung, weil an seiner Frage vorbei geantwortet worden ist. Vielleicht kann man das mal klären. Also mir ging es nochmal, um das nochmal vielleicht etwas zu betonen, um die bessere Vergütung der sprechenden Medizin. Da würde ich gern nochmal hören, wie das bewertet wird im TSVG. Die andere Thematik haben wir ja wunderbar öffentlich auch diskutiert. Ja, genau. Also der Zugang ist das eine. Entschuldigung, die sprechende Medizin. Ja, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, in welchen Arztgruppen es tatsächlich auch einen Nachwuchsmangel sind, dann sind das die Arztgruppen, wo tatsächlich viel gesprochen wird, wo nicht viel Geräten gearbeitet wird, und dazu gehören die Hausärzte natürlich auch und wir Psychotherapeuten erst recht. Und wenn man sich dann einfach mal anschaut, wie tatsächlich dann der Überschuss von Praxen sind, die in der sprechenden Medizin tätig sind im Vergleich zu den anderen Arztgruppen, dann verwundert es niemanden, dass es Schwierigkeiten im Nachwuchs in der Gewinnung von Kolleginnen und Kollegen, ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, in die sprechende Medizin zu gehen, gibt. Ganz eklatant ist das im Psychiatermangel festzustellen. Vielen Dank. Der Fragesteller ist zufrieden. Und jetzt fragt Dietrich Mundstadt. Ja, danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband Medizintechnologie BVMed. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf, dem Gesetzentwurf vorgesehene Verbesserung des Zugangs zu innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten? Ja, Herr Mondstadt, laut Koalitionsvertrag, kleiner... Also ich glaube, Sie kriegen dann alles bestens auch ohne mich hin. Aber dann ist das für die, die nicht hier im Raum sind und nicht alle kennen, nicht mehr so richtig nachvollziehbar, welche Fraktion hat gerade welche Frage gestellt und welcher Verband antwortet. Deshalb sollte man also zumindest abwarten, bis ich das Wort erteilt habe. Und das mache ich für die, die also nicht hier im Raum sitzen. Und dass man dann sagt, zu welchem Verband man gehört. Herr Kleinert, Sie haben jetzt das Wort. Alles klar, vielen Dank. Herr Mondstadt, laut Koalitionsvertrag sollen medizinische Innovationen schneller in die Regelversorgung gelangen. Hierfür sollen GBA-Verfahren beschleunigt werden, indem Aufgabenkatalog und seine Ablaufstrukturen gestrafft und schnellere Entscheidungen über neue Untersuchungen und Behandlungsmethoden herbeigeführt werden. Das TSVG greift dies in den Paragraphen 137e und h auf. Für die Unternehmen der Medizintechnologie steht die Patientensicherheit an erster Stelle. Wir stellen uns auch einer transparenten Nutzenbewertung. Neue Untersuchungen und Behandlungsmethoden sollen Patienten, die sie benötigen, zeitnah zur Verfügung gestellt werden. In den letzten 2 Jahren haben wir da bei den NUP-Verfahren mit Medizinprodukten gewisse Defizite gehabt. Die sind erheblich zurückgegangen. Ursache dafür war aus unserer Sicht, dass das Verfahren zu bürokratisch war und die Zeit dauert zu lange. Auch eine strenge Auslegung des Potenzialbegriffs hat dazu beigetragen. Da sind ja auch noch momentan 4 Verfahren im Rechtsstreit.
Aber noch mal kurz, folgende Punkte sind für den BVMed wichtig. Also bei einer erstmaligen Antragstellung für ein NUP durch das Krankenhaus mit Medizinprodukten hoher Klasse ist das notwendige Einvernehmen zwischen Hersteller und Krankenhaus herzustellen. Das gilt sowohl für die Antragstellung als auch für die zu übermittelnden Daten. Wichtig ist ja, dass vollständige klinische Daten und Studien zur Verfügung gestellt werden. Das zweite Thema ist der zeitnahe Beginn von Erprobungsstudien. Wir finden die Möglichkeit gut, dass die Unternehmen selbst Erprobungsstudien jetzt beauftragen können auf eigene Kosten. Das ist ein Vorteil für die Unternehmen. Für die anderen Unternehmen ist aus unserer Sicht die Kostentragung zu vereinfachen. Wir bitten dazu berücksichtigen, dass es auch Start-ups gibt oder seltene Erkrankungen, dass da die Kosten sich für die Unternehmen im Rahmen halten. Und noch ein dritter Punkt zum Schluss kurz. Also wir haben ja das Beratungsverfahren für die Unternehmen durch den GBA. Jetzt kommt auch noch zusätzlich das BfArM und das INIC in diesem Prozess dazu. Das finden wir gut. Was jetzt wichtig wäre aus unserer Sicht, wäre halt eine stärkere Verbindlichkeit dieses Verfahrens. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Gassen von der KBV, und zwar, wie er beurteilen wird oder die KBV beurteilt, wenn bei den Terminservicestellen künftig auch die Information zur Barrierefreiheit von Arztpraxen hinterlegt und entsprechend auch von den Patienten abgefragt werden könnten. Und da würde mich auch interessieren, die konkrete Umsetzung, also die Möglichkeiten einer derartigen Umsetzung. Vielen Dank. Herr Dr. Gassen, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Sorge. Vielleicht eine Sache, die ich vorausschicken möchte. Wir reden über die Terminservicestelle und ich habe den Eindruck, man erwartet wahre Wunderdinge von der Terminservicestelle. Vielleicht sollten wir auf ein Faktum hinweisen. Wir verlieren alleine, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, durch die Umwandlung von bisher inhabergeführten Praxen in Angestelltenverhältnisse pro Stunde rund 400 Stunden Arztzeit. Das heißt, allein über die Dauer der Anhörung hier verlieren Sie aufs Jahr gerechnet über 1000 Stunden Arztzeit. Insofern muss man die Limitation auch einer Terminservicestelle sicherlich unter diesem Gesichtspunkt auch sehen. Die Möglichkeit abzufragen, wie weit Barrierefreiheit in den Praxen vorhanden ist, gibt es ja bereits jetzt, und zwar relativ unbürokratisch über die KV und die Arztsuche bildet das bereits ab. Das jetzt gesondert gesetzlich zu regeln, glaube ich, ist überflüssig. Das gegebenenfalls in die Terminservicestelle zu implementieren, ist sicherlich technisch nicht das Problem. Die Frage ist halt, überfrachtet man dieses Instrument der Terminservicestelle ab einem gewissen Punkt dann nicht? Vielen Dank für die Antwort der KBV. Jetzt fragt Rudolf Henkel. Ja, ich würde gern den GKV-Spitzenverband auf die Regelungen ansprechen, die sich auf die Gründung von medizinischen Versorgungszentren beziehen. Da geht es um die Erbringer im Gesetz von Dialyseleistungen und deren Beschränkung auf fachbezogene medizinische Versorgungszentren. Können Sie da eine Einschätzung zu geben? Vielen Dank für die Frage. Die Antwort gibt Herr Weller. Michael Weller, GKV Spitzenverband. Ja, der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Neuregelungen zur Gründung von MVZs. Im Kern zielen die Neuregelungen ja darauf ab, das Verhältnis zwischen niedergelassenen Ärzten und medizinischen Versorgungszentren neu zu regulieren. Insbesondere sind restriktive Regelungen dann vorhanden für kapitalgeführte Gesellschaften, die MVZs gründen sollen, und hier im speziellen Dialyseeinrichtungen. Diese spezielle Regelung im TSVG-Gesetzentwurf begrüßen wir, die halten wir für sachgerecht. Wir möchten aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der GKV-Spitzenverband insgesamt sich für die MVZ-Gründung weiterhin stark macht und wir davon ausgehen, dass MVZ ein Modell für die Zukunft ist, für die jüngeren Ärztinnen und Ärzte, die in den Arztberuf streben, um hier entsprechend der Arbeitszeitmodelle, die hier angeboten werden können, und anderen Regelungen, die in MVZ-eigenen Einrichtungen eigen sind, sich engagieren können. Insofern explizit die Regelungen im TSVG, sachgerecht ja, insgesamt aber sehen wir eine Stärkung der MVZs für notwendig an. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Reukühne. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft.
Die sektorübergreifenden Konfliktlösungsinstrumente der Selbstverwaltung sollen neu strukturiert und weiterentwickelt werden. Vorgesehen ist ein sektorübergreifendes Schiedsgremium. Wie beurteilen Sie das vorgesehene Instrument der Konfliktlösung bei der dreiseitigen Vereinbarung? Herr Baum von der DKG, Sie haben... Krankenhausgesellschaft. Genau. Ja, wir beurteilen das natürlich durchweg positiv. Es sind ja im Laufe der Jahre in die bestehenden Schiedsinstitutionen Aufgaben hineingekommen, die dreiseitig waren, aber die Konstruktion der Schiedsinstitutionen, Bundesschiedsamt zum Beispiel im niedergelassenen Bereich, war zweiseitig und wir, die Krankenhäuser, wurden nur hinzukooptiert. Wir hatten zum Beispiel keine Mitspracherechte bei der Auswahl des Vorsitzenden des Bundesschiedsamtes im Krankenkassen-KBV-Bereich. Und jetzt wird das alles auf eine gleichschenklich, gemeinsam, gleichgerechte Basis gestellt mit gleichen Abläufen, mit gleichen Rechten, natürlich auch gleichen Zahlungspflichten für die Institutionen in allen dreiseitigen Verträgen. Und damit wird dieser Grundgedanke des Ausgleichs im dreiseitigen Bereich deutlich verbessert aus unserer Sicht. Vielen Dank. Die nächste Frage, Erich Elsdorfer. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage geht an die Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter e.V. Versicherte mit substanziellem HIV-Infektionsrisiko erhalten mit dem TSVG einen Anspruch auf Präexpositionsprophylaxe. Wie beurteilen Sie die vorhergesehene Regelung? Herr Rüsenberg, Sie haben das Wort. Ja, Rüsenberg von der DAGNE. Ich sehe eine tickende Uhr vor mir, deswegen fasse ich mich kurz. Sehr geehrter Herr Elsdorfer, das TSVG-Gesetzentwurf sieht ein 29J vor zur gesetzlichen Verankerung der Präexpositionsprophylaxe. Diesen Schritt begrüßen wir ausdrücklich. Den Koalitionsfraktionen sowie dem Minister ist dafür zu danken. Die vorliegenden Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass die PrEP einen sehr nachhaltigen Einfluss haben kann, positiven Einfluss haben kann auf die HIV-Neuinfektionszahlen. Richtig gemacht ist ein solcher Effekt auch für Deutschland zu erwarten. Deswegen sehen wir mit Spannung, was dann die Bundesmantelvertragspartner vereinbaren werden. Hierbei wäre es zu überlegen, ob man nicht zugleich auch generell für sexuell übertragbare Infektionen weitere Regelungen trifft, wie auch für die Apotheker ein Signal, dass hier eine PrEP verordnet wurde. Danke. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine gute Minute. Wir können die auch nachher in die zweite Runde mit anrechnen. Wir können das in der zweiten Runde anrechnen. Ich würde aber gerade die Frage noch stellen. Dann Gut. haben wir keinen Leerlauf. Meine Frage richtet sich an den Fagro, also an den pharmazeutischen Großhandel. Und da geht es mir darum, wie die vorgesehenen Regelungen zur Klarstellung des Großhandelszuschlags bewertet werden. Herr Dr. Trümper, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Thomas Trümper vom Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels. Wir begrüßen grundsätzlich, dass der Gesetzgeber einen Hinweis des BGH aus dem vergangenen Jahr aufgegriffen hat und in § 2 der Arzneimittelpreisverordnung rechtssicher formulieren will. Das ist in der vorliegenden Form teilweise leider nur gelungen. Im ersten Teil, der den Festzuschlag betrifft, ist das sehr korrekt ausgedrückt. Der zweite Teil allerdings lässt Interpretationen zu und damit konterkariert er den ersten Teil. Das ist schade, das kann man besser machen. Und wie man es besser machen kann, das zeigt ein Referentenentwurf, der dem heutigen Vorschlag vorausgegangen ist, der zwischen BMWI und BMG ausgearbeitet wurde und der unserer Meinung nach auch in der Begründung den Sachverhalt besser trifft und mehr Rechtssicherheit gibt. Vielen Dank. Die nächste Fragerunde bestreitet die SPD und ich darf als erstem Fragesteller Herrn Professor Dr. Frau Dittmar. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen nochmal zum MVZ zurück und richten sich an den BMVZ und an den BKK-Dachverband. Träger von Dialyseeinrichtungen sollen künftig nur noch fachbezogene MVZs gründen dürfen, um den Zugang von versorgungsfernen Kapitalinvestoren zu vertragsärztlichen und insbesondere zur vertragszahnärztlichen Versorgung zu beschränken. Was halten Sie von dieser Regelung und den vorgesehenen Beschränkungen, insbesondere aus Sicht der Versorgung der Patientinnen und Patienten? Und gibt es Unterschiede zwischen der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung? Vielen Dank. Ich freue mich, dem Herrn
Dr. Peter Felling das Wort zu erteilen und anschließend antwortet der Herr Knieps. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, für das Wort. Ich beantworte die Frage gerne. Wir haben eigentlich eine Erfahrung gemacht, dass wir in der Beschränkung von Gründereigenschaften eigentlich nicht das vermieden haben, was wir erreicht haben. Eine fachbezogene Versorgung der Niere als Organ, was ja in der Dialyse sehr wichtig ist, betrifft mit Sicherheit mehrere Fachgruppen der zumindest internistischen Medizin, aber auch die Chirurgie ist gefordert, sodass der Fachbezug ein sehr weites Feld sein muss. Es gibt bisher kein MVZ, was aus einem Dialysezentrum in der Zahnmedizin, darauf hatten Sie ja angespielt, gegründet worden ist. Also wir vermeiden hier was, was gar nicht gibt. Deswegen, ich finde den Fachbezug sehr sinnvoll, wenn er wirklich fachbezogen ist und für alle Erkrankungen, die durch die Niere verursacht werden können, auch aufrechterhalten wird. So macht eigentlich ein MVZ für die Patienten am meisten Sinn, dass nicht nur die Dialyse angeschlossen werden kann und wieder abgestöpselt werden kann. Also wenn Fachbezug, dann so, dass die Nierenerkrankung, damit gehört ja auch das Auge als Organ zu oder vom Diabetes und so weiter, auch wirklich rundum versorgt werden können. Die Zahnarztmedizin stellt ja insofern eine Besonderheit dar und führt auch jetzt zu Gedankenproblemen, weil es keine Bedarfsplanung in der Zahnmedizin gibt. Das heißt, alle Arztstellen, die in der Humanmedizin sind, sind schon im Bedarfsplan vorhanden und werden dann nur von verschiedenen Zentren genutzt. Also eine Ausdehnung von Arztsitzen über eine Neugründung ist in der Humanmedizin im Gegensatz zur Zahnmedizin nicht möglich. Vielen Dank. Herr Knieps. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Franz Knieps, BKK Dachverband. Ich schließe mich der Auffassung meines Vorredners an und sehe es auch etwas anders als der GKV-SV. Ich halte die vorgesehenen Einschränkungen für nicht ärztliche Dialyseleistungserbringer so nicht für sachgerecht. Wer sich in der Versorgungswelt etwas umsieht und sich die großen Anbieter ansieht, insbesondere die frei gemeinnützigen Anbieter dort, wird feststellen, dass diese MVZs eben nicht nur Nephrologen haben, sondern dass sie auch Internisten, Hausärzte und Ähnliches haben und damit ein integriertes Versorgungsangebot leisten. Mit der Neuregelung würde das erschwert bzw. unmöglich gemacht. Das halte ich nicht für sachgerecht. Die Frage zielte ja auch darüber hinaus, ob überhaupt Einschränkungen angebracht sind, um Fremdeinflüsse auf die ärztliche Leistungserbringung auszuschließen. Da bin ich durchaus der Meinung, dass man da Einschränkungen machen kann, aber die bisherigen Vorschläge, die sowohl aus den Koalitionsfraktionen und aus dem BMG, aber insbesondere von den Bundesländern kamen, doktern an diesem Problem nach meiner Ansicht nur rum, denn sie schränken den Kreis derjenigen ein, die etwas gründen können. Aber die Einflussnahme erfolgt doch, wenn beim Betrieb solcher medizinischer Versorgungszentren. Also halte ich es für sinnvoll, darüber nachzudenken, wie die ärztliche Unabhängigkeit in diesen Zentren gestärkt werden kann. Im Übrigen halte ich es für hochproblematisch, danach zu differenzieren, ob hier gutes oder weniger gutes Geld verdient wird. Ich finde, das ist dem SGB V nicht angemessen. Deshalb halte ich insgesamt die diskutierten, auch über den Gesetzentwurf hinaus diskutierten Einschränkungen für nicht sachgerecht. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Bettina Müller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Deutschen Hausärzteverband. Sie weisen ja in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass es dringend erforderlich ist, die Rahmenbedingungen für die hausärztliche Tätigkeit zu verbessern, damit sich in Zukunft auch eine ausreichende Zahl an Hausärztinnen und Hausärzten zur Verfügung stellt. Und ich hätte dazu gerne mal Erläuterungen von Ihrer Seite. Herr Weigelt, Sie haben das Wort. Weigelt, Deutscher Hausärzteverband, vielen Dank für die Frage, Frau Müller. Da wir haben das Gesetz uns daraufhin ja intensiv angesehen und stellen fest, dass auch aus dem Koalitionsvertrag ausgehend der Wunsch da war, Stärkung der sprechenden und hausärztlichen Medizin. Die hausärztliche Medizin ist in dem Fall in dem Gesetz so nicht mehr anwesend und wir stellen auch fest, dass die meisten Regelungen in Richtung der fachärztlichen Versorgung positiv wirken sollen. Vermittlung von Terminservicestellen, bereits angesprochen ist ja die
extrabudgetäre Behandlung von Neupatienten und so weiter. Das ist schon ein deutliches Ungleichgewicht, was hier zwischen der Haus- und fachärztlichen Versorgung leider zu sehen ist. Und insofern würden wir uns schon wünschen, dass wir hier doch eine Stärkung bekommen und diese Stärkung sich vielleicht auch besonders auf die hausärztzentrierte Versorgung beziehen sollte. Dafür gibt es Änderungsvorschläge von uns, dass die Bonifizierung der Patienten angeht, was die Fortgeltung von Verträgen angeht, die ja auch verpflichtend sind und bleiben. Und wir sehen, wie gesagt, auch in der Frage der offenen Sprechstunde ein vielleicht Missverständnis der hausärztlichen Versorgung, wenn hier die offene Sprechstunde, die bei fachärztlicher Versorgung verlangt wird, extra Budget vergütet wird, was immer man davon halten will. So müssen wir sagen, wir haben natürlich diese offene Sprechstunde nicht in der Form, aber es gibt, glaube ich, keinen Hausarzt, keine Hausärztin in Deutschland, die nicht im Terminkalender täglich offene Sprechstundenteile vorhält, um Akutpatienten, die akut erkrankt sind, auf jeden Fall ohne irgendwelche Terminnot in der Praxis zu behandeln. Insofern sehen wir es eigentlich dann als gleichberechtigt an, wenn auch diese Sprechstundenzeiten analog der fachärztlichen offenen Sprechstunde mit einem entsprechenden Zuschlag versehen werden können. Dazu kommt, dass natürlich auch die Vermittlung von fachärztlichen Terminen über die Hausärzte, die ja eigentlich in der hausarztzentrierten Versorgung normal sind, dass diese dann auch entsprechend bewertet werden wie eine Terminvermittlung über eine Terminservicestellung. Man kann das ausdehnen und wird dann zu merkwürdigen Konstellationen können, wenn man das nicht tut. Also insofern hätten wir hier noch einigen Änderungs- und Anpassungsbedarf in dieser Richtung und würden das sehr begrüßen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Heidenblut. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer, Herr Dr. Munz. Herr Dr. Munz, im TSVG ist vorgesehen, den 92 zu verändern, um eine neue Regelung für einen gestuften Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung zu finden und dies für einen zeitnahen Behandlungszugang anhand individueller Bedarfe. Meine Frage ist nun, halten Sie eine Regelung für einen solchen verbesserten Zugang für erforderlich? Und wenn ja, ist es dann diese Regelung oder können Sie Alternativen benennen? Herr Dr. Munz, Sie haben das Wort. Munz, Bundespsychotherapeutenkammer. Heidenblut, vielen Dank für die Frage. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Einführung eines Paragraphen zur gestuften und gesteuerten Versorgung durch den gemeinsamen Bundesausschuss halten wir für nicht zielführend als neue Prüfinstanz. Und es wird sicher auch zusätzlich Ressourcen verbrauchen von Kolleginnen und Kollegen, die dafür vorgesehen sind. Deshalb auch eine sehr breite Ablehnung dieses Vorschlages. Durch die Einführung der Sprechstunde in der Psychotherapie-Richtlinie im April 2017 ist der Zugang für Patientinnen und Patienten, und zwar der kurzfristige Zugang zur Diagnostik und Behandlungsplanung, sehr gut organisiert und hier auch deutlich verbessert im Vergleich zu davor. Es kann, die Patientinnen und Patienten erhalten ja auch recht zügig einen Termin. Das Problem beginnt, wenn die Patientinnen und Patienten eine Behandlung brauchen. Das heißt, wenn hier die Indikation gestellt wird für eine Psychotherapie, weil dann die Wartezeiten eindeutig zu lang sind. Insbesondere in den ländlichen Regionen und im Ruhrgebiet haben wir hier enorme Probleme mit sehr langen Wartezeiten, über 6 Monate, teilweise sogar 7 bis 9 Monate. Das heißt, hier ist nach unserer Einschätzung erforderlich, dass mehr Psychotherapeuten zugelassen werden, was ja in § 103 für andere Arztgruppen jetzt vorgesehen ist. Und wir denken, dass es sinnvoll wäre, hier die Aufhebung der Zulassungsbeschränkung in den ländlichen Regionen und im Ruhrgebiet vorübergehend befristet aufzuheben,
bis hier zumindest etwa die durchschnittliche Dichte der anderen Facharztgruppen erreicht ist. Das wäre eine Lösung des Problems. Wir sehen aber auch noch ein anderes Problem, das gelöst werden sollte, nämlich, dass die Patienten nicht nur Psychotherapie benötigen, nicht alle, sondern viele auch oder ein großer Teil auch, gegebenenfalls eine zusätzliche Behandlung mit Psychopharmaka. Hier funktioniert die Kooperation mit den Ärzten, insbesondere Hausärzten und Psychiatern, derzeit schon ganz gut. Aber es gibt eine kleinere Gruppe von Patienten, die nicht nur Psychotherapie und Pharmakotherapie brauchen, sondern eben auch eine weitergehende Unterstützung, beispielsweise Soziotherapie, psychiatrische Krankenpflege oder Ergotherapie. Und hier denken wir, dass es außerordentlich sinnvoll wäre, die Kooperation zwischen diesen Arztgruppen zu verbessern, dass beispielsweise der gemeinsame Bundesausschuss hier Rahmenbedingungen schafft, zunächst prüft, für welche Patienten ist das sinnvoll und notwendig, welcher Bedarf entsteht hier bei diesen Patienten und welche beteiligten Gesundheitsberufe sind hier zu koordinieren. Wichtig wäre dabei auch, natürlich zu prüfen, welcher Zeitaufwand ist hier für die Angehörigen der einzelnen Berufsgruppen erforderlich und wie wäre dann das auch zu vergüten und welchen Unterstützungsbedarf haben auch die Angehörigen dieser Berufsgruppen, um die Patienten gut koordiniert versorgen zu können und sich hier gegenseitig abzusprechen, gegenseitig Behandlungsplanungen abzusprechen. Das heißt, keine neuen Hürden beim Zugang, sondern gute Modelle für eine komplexe Versorgung, für die gute Versorgung für Patienten mit komplexem Leistungsbedarf. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Mattheis oder sie stellt sie in der nächsten Runde und wir schreiben eine Minute gut. Ja. Dann steigt jetzt die AfD-Fraktion ein mit der ersten Frage von Professor Dr. Gerke. Ja, danke schön. Meine Frage geht an die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und sie bezieht sich ebenfalls auf medizinische Versorgungszentren im zahnmedizinischen Bereich. Wir sehen ja da eine zunehmende Gründung von zahnmedizinischen MVZs eben auch durch völlig fachfremde Wettbewerber. Und meine Frage ist, welche Auswirkung auf die wohnortnahe Versorgung dadurch erwartet wird und wie sollte darauf reagiert werden? Herr Dr. Essers, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wir sehen im zahnärztlichen Bereich in der Tat, dass sich versorgungsfremde Finanzinvestoren in diesen Bereich tatsächlich massiv einkaufen und erkennen hier für die zukünftige Sicherstellung der Versorgung eine tatsächliche Bedrohung. An der Art, wo sich diese Investoren gründen oder niederlassen, nämlich im städtischen und im gut versorgten und einkommensstarken ländlichen Bereich, erkennen wir, dass hier mit der Zielsetzung einer Renditeoptimierung die Niederlassungen betrieben werden, wohingegen die Zahnärzte sich dem Bevölkerungsspiegel in der Bundesrepublik entsprechend niedergelassen haben und auch niederlassen. Insofern sehen wir hier eine aktive Gefährdung. Es gibt einen weiteren Punkt, der uns große Sorgen macht. Große Beratungsunternehmen empfehlen den Investoren für den zahnärztlichen Bereich die Konzentration auf sogenannte High-End-Services, Leistungspicking. Damit ist also Implantologie, kostenträchtiger Zahnersatz etc. gemeint und wir sind in der Lage, das Abrechnungsverhalten zu scannen und sehen auch im Abrechnungsverhalten jetzt deutlich höhere Fallwerte bei den Investoren getragenen MVZs, selbst im Vergleich zu anderen MVZs in rein zahnärztlicher Hand und schon gar zu den Praxen in zahnärztlicher Hand. Aus diesen Gründen schlagen wir und bitten wir, wenn auch in anderen Bereichen möglicherweise nicht gerade für den zahnärztlichen Bereich wegen der wirklich anderen Struktur der zahnärztlichen Versorgung um eine Regulierung des bislang unregulierten Marktzutrittes,
Nach unserer Auffassung sollte der Erwerb einer Klinik, die grundsätzlich die Gründungsvoraussetzung für den Investor erst ermöglicht, nur dann möglich sein, wenn diese Klinik vor ihrem Erwerb auch an der zahnärztlichen Versorgung teilgenommen hat. Und auch sollte der Erwerb eines Krankenhauses, ich sage jetzt mal beispielsweise in Schleswig-Holstein, einen Investor nicht dazu berechtigen, am Tegernsee zahnärztliche MVZ-Ketten aufzumachen, sondern hier bitten wir darum, dass die Gründungsberechtigungen an einen regionalen Bezug gekoppelt werden sollte, und dieser Regionalbezug könnte beispielsweise die KZV-Grenze sein, der KZV-Bereich. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, meine Frage geht an die KBV, Dr. Gassen. Die Aufhebung der Budgetierung für die Ärzte wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Bundesärztekammer, vielen anderen Verbänden und Organisationen gefordert. Aktuell arbeiten Vertragsärzte und Psychotherapeuten ca. 52 Stunden pro Woche, wenn das Budget das zulässt. Würde durch die Aufhebung der Budgetierung die Ärzte mehr Wochenarbeitsstunden leisten, beziehungsweise deutlich mehr Patienten im Quartal behandeln? Herr Dr. Gassen, Sie haben das Wort. Ja, Gassen, KBV. Ja, Herr Schlund, danke für die Frage. Das ist so pauschal nicht zu antworten. Die Budgetierung, das muss man, glaube ich, vorausschicken, kommt ja aus einer Zeit, wo wir immer noch von der Ärzteschwemme sprachen, wo man also Sorge hatte, dass diese Unzahl von Ärzten, die auf den Markt drängt, bei ungedeckelter Vergütung Leistungsausweitung betreibt und hier sozusagen angebotsinduzierte Nachfrage schafft. Damit müssen wir uns heute immer noch rumschlagen mit dieser Argumentation. Wir stellen aber fest, dass eigentlich insgesamt ein Wandel eingetreten ist. Man möchte eigentlich jetzt von den Ärzten, die tendenziell eher weniger, beziehungsweise zumindest die Arztzeit weniger wird, mehr Leistung abfordern. Samstagssprechstunden werden genannt, Abendsprechstunden. Insofern muss man sagen, es ist davon auszugehen, dass wenn die Budgetierung, die aus meiner Sicht lange überfällig abgeschafft gehört, wegfallen würde, würde zumindest eine Vergütung für die bisher geleistete Tätigkeit erfolgen. Denn es ist ja doch anders, als Sie es in Ihrer Frage formuliert haben. Wir haben ja jetzt schon eine Quotierung, die erkennen lässt, dass Vertragsärztinnen und Vertragsärzte deutlich mehr arbeiten, als es die Budgetierung überhaupt zuließe. Denn sonst hätten wir keine Abschaffungsquoten von bis zu 25% im fachärztlichen Bereich, und selbst viele hausärztlichen KVen können keine Vollquoten auszahlen. Insofern, glaube ich, ist das überfällig, bevor man sich überhaupt über Ausweitung unterhält, dass man erstmal die abgeforderte und geleistete Arztzeit vergütet. Und dann ist davon auszugehen, dass Praxen, die unter diesen Voraussetzungen endlich mal eine Vollvergütung bekommen für ihre Leistung, zusätzliche Ressourcen schaffen können, denn das muss ja auch alles gegenfinanziert werden, und sei es nur durch die Anstellung von mehr medizinischen Fachangestellten. In den allermeisten Fachgruppen können sie völlig alleine nun auch nicht agieren. Und gerade wenn wir an die Samstagssprechstunde denken, ist das mit Überstundenzahlungen für medizinische Fachangestellte verbunden und vieles mehr. Von daher ist aus meiner Sicht, ich kann das nur bestätigen, die Budgetierung ein unnötiger Klotz am Bein der Versorgung. Und von daher gehört sie je schneller, je besser abgeschafft. Vielen Dank. Herr Professor Dr. Gerke, Sie haben das Wort. Ja, meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. In Anbetracht der derzeit ca. 21 Milliarden Euro Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen werden die Stimmen nach Beitragssenkungen entsprechend lauter. Auf der anderen Seite stehen Meinungen, dass das angesparte Geld lieber in die Patientenversorgung fließen sollte, unter anderem eben auch durch Aufhebung der Budgetierungen. Welcher Weg ist aus Ihrer Sicht im Sinne der ärztlichen Versorgung der optimalere, und welche Verfahrensweise ist perspektivisch für die Patienten besser? Herr von Schackelberg, Sie haben das Wort. Ja, danke. Budgetier- oder Entbudgetierung und vollkommen freie Vergütung ist ein stumpfes Schwert. Wenn das ist, ist nicht zielgerichtet. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen Nachmittags- oder Abendsprechstunden und nachmittags am Sonnabend fördern, die Sprechstunden, da haben wir von vornherein gesagt, die Zuschläge sollten nicht budgetiert sein. Eine Freigabe der Budgets in eine vollkommen freie Vergütung rechnen wir mit 3 Milliarden Euro. Und wem bringt sie was? In der Versorgung bringt sie aus unserem Dafürhalten nichts. Die Versorgung verbessern sie nicht. Wenn Sie Geld in die Hand nehmen wollen, das wollen Sie ja, zum Beispiel zur Verkürzung der Warteschlangen, dann ist es sinnvoll, für gezielte Maßnahmen
das Geld einzusetzen und dann auch Sorge dafür zu tragen, dass es gezielt dort ankommt, wie Sie es wollen. Fangen wir mal zum Beispiel bei den Terminservicestellen an. Ich sagte bereits, gute Idee, neue Patienten würde ich genauso machen wie die Bundesregierung, neue Patienten ja. Ich würde dann aber dann für die von mir schon jetzt mehrfach genannten, ich sag mal Sprechstunden zur Unzeit, am Abend und am Wochenende, würde ich Zuschläge ausloben, die ich nicht budgetiere. Und dann würde ich schließlich auch für dringliche Fälle, die binnen 24 Stunden beim kommenden Facharzt, beim Facharzt oder beim Arzt behandelt werden sollen, genau für diese Fälle, würde ich dafür gezielt Geld ausloben und die gezielt nicht budgetiert ausloben. Eine allgemeine Budgetierung ist so eine Schrotflintenschluss. Ich bin nun kein Jäger, ein Glück, aber mein Gott, ich rate Ihnen dringend davon ab, wenn Sie da gezielt Geld in die Hand nehmen und gezielt das auch nachverfolgen, dann ist es sinnvoll, für die Versorgungsverbesserung Geld in die Hand zu nehmen, aber nicht so mit der Schrotflinte und wir vertrauen mal, das wird schon gut gehen. Davon rate ich Ihnen dringend ab. Für die Versicherten, aber auch für die Ärzte ist eine gezielte Förderung weitaus besser und erstrebenswert. Das war ja Ihre Frage, auch ein Teil Ihrer Frage. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider. Meine Frage geht an Herrn Dr. Gassen von der KBV. Niedergelassene Ärzte stehen ja teilweise im schlechten Licht. Da wird dann sicherlich humoristisch von Herrn Lauterbach behauptet, die sind manchmal schon am Mittwochnachmittag auf dem Golfplatz. Andererseits gibt es dann aber auch durchaus Zahlen von dem Spitzenverband der Krankenversicherungen, die sagen, dass fast jede vierte Praxis weniger als 25 Stunden pro Woche an Sprechstunden anbietet. Wie hoch schätzen Sie die Arbeitsbelastung und die Budgeteinbußen jeglicher Mehrarbeit außerhalb der budgetierten, der festgelegten Budgetgrenzen ein? Und wie wird sich die Anhebung der Mindestsprechstundenzahl auf 25 Stunden und Einführung der fünfstündigen offenen Sprechstunden auswirken? Herr Dr. Gassen. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Schneider. Also Sie sehen, nicht alle Ärzte sind auf dem Golfplatz. Ich habe mich auch freigemacht und bin hier. Also von daher hoffe ich, Ihnen da die Frage entsprechend beantworten zu können. Ich glaube, es gibt eine begriffliche Ungenauigkeit. Die 20 oder 25 Sprechstunden, von denen immer geredet wird, bisher habe ich keine wirkliche Definition gehört, was denn das sein soll. Sind es Präsenzzeiten in der Praxis, die für die Versorgung von gesetzlich versicherten Patienten zur Verfügung stellen sollen? Sind es tatsächlich Zeiten, in denen der Arzt mit dem Patienten spricht? Was ist mit Ärzten, die operativ arbeiten? Ich operiere zum Beispiel, muss ich jetzt mit den Patienten sprechen, auch wenn sie gerade Narkose haben? Gilt das dann als Sprechzeit? Also das ist ein sehr grober Begriff. Von daher muss man sagen, ist das tatsächlich dann wirklich ein Schrotschuss und geht ins Leere. Viel sinnvoller wäre es tatsächlich, die Arztzeit adäquat zu vergüten. Und wir wissen ja, und das ist ja auch Gegenstand unserer Berechnung, die wir mit der GKV zusammen machen, dass wir ja nicht von 20 oder 25 Stunden Zeit ausgehen, die Ärzte in ihren Praxen arbeiten, sondern von 144.000 Minuten im Jahr. Das sind überschlägig 52 Wochenstunden. Das variiert so ein bisschen nach Fachgruppe, aber um diese 50 Stunden sind sämtliche Praxen, die Inhaber geführt werden, zu verorten, wenn sie einen vollen Versorgungsauftrag haben. Die, die das nicht erfüllen, sind wirklich Randphänomene. Da reden wir über Praxen von unter 5%. Anders sieht es aus bei Praxen, die mit überwiegend angestellten Ärztinnen und Ärzten arbeiten. Das ist völlig logisch. Die haben entsprechende Arbeitsverträge, die üblicherweise bei 40 Stunden maximal angesiedelt sind. Wir sehen aber, dass rund 3/4 aller angestellten Kolleginnen und Kollegen eben nicht Vollzeit arbeiten. Deshalb gehen sie in die Anstellung, sondern in Teilzeitverhältnissen arbeiten, sodass die Zeiten noch deutlich runtergehen. Insofern wundere ich mich ein bisschen, dass man die MVZ jetzt als Lösung der Versorgungsproblematik anpreist, denn die zeichnen sich ja überwiegend dadurch aus, dass sie mit angestellten Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Insofern ist es bei Beherrschung der vier Grundrechenarten völlig klar, dass damit nicht mehr Arztzeit auf die Straße kommen kann, sondern allenfalls anders verteilt und natürlich für die Kolleginnen und Kollegen in besseren Work-Life-Balance-Verhältnissen. Kurz und gut, ich glaube, das ist eine Scheindiskussion, von 20 oder 25 Stunden auszugehen, und auch unser Bundesgesundheitsminister hat ja klipp und klar gesagt, er weiß, und wie mit ihm viele Abgeordnete auch, dass der durchschnittliche niedergelassene Arzt oder die durchschnittliche niedergelassene Ärztin weit mehr als 25 Stunden arbeitet. Insofern ist die Diskussion 20 oder 25 Stunden Sprechstunde meines Erachtens am Thema vorbei. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Podolai. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Hausärzteverband. Die Einführung der fünfstündigen offenen Sprechstunde ist nicht nur eine organisatorische Herausforderung für die Ärzte, sondern auch eine finanziell nicht planbare Größe. Inwiefern
wird dadurch die Grundversorgung der chronisch kranken Patienten eingeschränkt? Und wie sind die geplanten Zusatzvergütungen von 15% realistisch einzuschätzen? Vielen Dank, Herr Wagel. Ja, vielen Dank für die Frage. In den 5 Stunden offene Sprechstunde sind wir Hausärzte ja derzeit nicht mehr mit einbezogen. Und das ist für den hausärztlichen Versorgungsbereich, auch wenn Sie die chronisch kranken Patienten in der Dauerbetreuung ansprechen, eine relativ sinnlose Einrichtung. Deswegen haben wir auch gesagt, darauf kann die Hausärzte keinen Wert legen, sondern wir haben, ja, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal dargelegt, eigentlich das Prinzip, dass wir versuchen, und das ist auch lange Zeit gefordert worden, termingerecht zu arbeiten, auch Patienten Termine zu geben, die auch wiederkehren, aber natürlich in diesen Terminkalendern, in den Praxen jeden Tag Pufferzeiten einzuhalten. Im Prinzip ist es so, dass das fast jede Stunde ist, damit akutkranke Patienten oder Patienten mit akutem Behandlungsbedarf oder Verschlechterung jederzeit auch in die Praxis kommen können. Und im Gegensatz zu den 5 Stunden, die unstrukturiert und nicht klargelegt und ob die sinnvoll sind oder nicht, muss man sich auch fragen, im fachärztlichen Bereich dargelegt werden. Wenn hierfür ein extra budgetärer Betrag ausgelobt wird, dann würde ich ganz im Sinne des GKV-Spitzenverbandes sagen, dann sollte man gezielt auch sagen, dass die Patienten, die in den hausärztlichen Praxen zusätzlich zu den Terminen akut versorgt werden, eben auch einen entsprechenden Zuschlag in der Honorierung auslösen. Eine Frage könnte noch gestellt werden. Ja, die Frage ginge an den Deutschen Hausärzteverband. Uns geht ebenfalls nochmal um medizinische Versorgungszentren. Sie sollen ja im Zuge der Ausweitung des Terminangebots mehr unterstützt werden. Öffnungszeiten von 6 bis 23 Uhr sowie Arbeiten im Schichtdienst werden unter anderem von Herrn Lauterbach für möglich gehalten. Welche Folgen wird dieser Schritt für die niedergelassenen Kollegen bedeuten, die keinem MVZ angehören, und wird dadurch nicht auch die Monopolstellung dieser Konzerne gefördert? Herr Wagelt. Ja, vielen Dank nochmal für die Frage. Das ist ein sehr komplexes Thema, die Möglichkeiten, sich im MVZ zu organisieren und MVZ zur Versorgung zu nehmen, ist das eine. Das andere ist ja, dass auch Patienten die freie Wahl haben, ob sie ein solches Angebot für ihre Dauerbetreuung wirklich haben wollen oder ob es nicht tatsächlich auch den Wunsch und das Bedürfnis gibt, hier einen Ansprechpartner, gerade bei chronischen Erkrankungen älteren Patienten, zu haben, der auch wiederkehrend da ist und nicht heute diesen und morgen jenen und übermorgen eine andere Kollegin, dann mit den entsprechenden Kommunikationsbrüchen und den Dingen, die ja gar nicht unbedingt sozusagen materiell zu sehen sind, sondern auch in der persönlichen Beziehung eine Rolle spielen. Deswegen glaube ich, ist das nicht der Königsweg für die hausärztliche Medizin, so etwas über die Maßen zu fördern. Die Problematik, wenn über Krankenhäuser oder andere Mechanismen hier dann Gewinnerwartungen von Kapitalgesellschaften eine Rolle spielen, ist bereits angesprochen worden, die würde ich auch nicht ganz unter den Tisch kehren wollen, weil wir erleben schon, dass dann Arztsitze zusammengezogen werden. Ob das dann tatsächlich die Versorgung in der Fläche verbessert, denn dort, wo wir jetzt Schwierigkeiten haben, 1, 2 oder 3 Kolleginnen oder Kollegen hinzubekommen, ob mit mal 23 dahin gehen, das halte ich für sehr fraglich. Also insofern würden wir sagen, ja, medizinische Versorgungszentren gibt es und soll es auch geben, aber ich glaube nicht, dass das der Königsweg ist, zumal nach wie vor auch die Niederlassung in der eigenen Praxis zu 50% immer noch stattfindet und zu großen Teilen, obwohl man das gar nicht glauben mag, auch alleine und eher in kleineren Kooperationen. Aus internationalen Erfahrungen ist eigentlich bekannt, dass Praxisgrößen in der hausärztlichen Medizin von 3 bis 5 bis 6 Kollegen optimal sind, weil die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung oder Patient-Arzt-Beziehung tatsächlich da am besten Bestand hat. Das zu fördern, würden wir eher im Vordergrund sehen. Vielen Dank. Wir gehen nun über zur FDP-Fraktion und die erste Frage stellt die Kollegin Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Neubauer. Herr Neubauer, Ärzte müssen aus unserer Ansicht zu viel Zeit für die Bewältigung der überbordenden Bürokratie aufwenden, die dann leider bei der Behandlung der Patienten fehlt. Wie erreichen wir einen dringend notwendigen Abbau dieser Bürokratie? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Neubauer, Sie haben das Wort. Nein,
sehr verehrte Abgeordnete. Ich glaube, es gäbe einen relativ einfachen Trick. Zunächst mal, was sind Bürokratie und bürokratische Leistungen? Das sind Leistungen, die eine vorgesetzte Stelle von einer nachgeforderten Stelle abverlangt, ohne zu vergüten. Alles, und das, damit ist der Arzt, der irgendeine Leistung abgeben muss, die nicht Patientenbehandlung ist und vergütet wird, ist das für den Arzt Bürokratie. Wie wandeln wir das um? Wir können Bürokratieleistungen in Serviceleistungen umwandeln, wenn diese Leistungen, die jemand zu erbringen hat, für eine vorgesetzte Stelle vergütet werden. Sobald die vergütet werden, kann man diese Leistung auch intern rationalisieren, entsprechend ökonomisch erbringen. Und derjenige, der die Leistungen abverlangt, muss sich überlegen, ob ihm diese Leistungen abverlangt auch so viel wert sind. Das heißt, er wird fragen, kann ich selber machen, brauche ich es überhaupt? Und damit wird von beiden Seiten Bürokratie abgebaut und produktive Leistungen, nämlich Serviceleistungen, daraus gemacht. Vielen Dank. Das Wort hat wieder Frau Aschenberg. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bleibe bei dem Einzelsachverständigen und wende mich dem Themenkomplex Bedarfsplanung zu. Kann man Bedarf der Versorgung eigentlich planen oder müssen wir für eine gute Patientenversorgung einfach neu denken, Herr Professor? Herr Professor Neubauer. Ja, nochmal danke für die Frage. Also der Begriff Bedarfsplanung ist nicht nur irritierend, sondern schlichtweg falsch. Es wird nicht der Bedarf geplant, auch wenn es schon seit 20 Jahren praktiziert wird, sondern die Versorgung wird geplant. Im Krankenhausbereich haben wir von der Bedarfsplanung Abschied genommen, sprechen von Krankenhausplanung. Im niedergelassenen Bereich sprechen wir immer noch von Bedarfsplanung, was schlichtweg irritierend, wie gesagt, auch falsch ist. Und von daher kann man eben Bedarf nicht planen, man kann die Versorgung planen. Und da ist die Frage, wie geht man das Thema an? Dazu ist ja der GBA aufgefordert worden. Aber auch die Versorgungsplanung schafft nicht mehr Versorgung. Sie zeigt erst nur auf, wo es mehr oder weniger Versorgung gibt. Und die Frage ist dann, wie geht man mit diesen Unterschieden in der Versorgung um? Und hier ist dann eben, wie gesagt, Versorgungsplanung gefragt. Das heißt, die besten Lösungen sind aus meiner Sicht finanzielle Anreize, dass diejenigen, die man irgendwohin locken will oder steuern will, eben das auch vergütet erhalten und umgedreht, die in Bereichen sind, die weniger gut, weniger gebraucht werden an Versorgung, eben weniger vergütet werden. Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bleibe bei der Bedarfsplanung und meine nächste Frage richtet sich an den Spitzenverband Fachärzte Deutschland. Die FDP-Fraktion hat hier einen eigenen Antrag zur Regionalisierung der Bedarfsplanung vorgelegt, der vorsieht, dass Niederlassungssperren nur dann in Kraft treten, wenn der Zulassungsausschuss dieses auch explizit beschließt. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Herr Dr. Heinrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duknus, für die Frage. Die Niederlassungsfreiheit und die Selbstverwaltung haben ja bis 1993 zu dem hervorragenden ambulanten Versorgungssystem geführt, das wir in Deutschland haben. 1993 wurde dann die Budgetierung eingeführt und als notwendige Folge der Budgetierung auch die Bedarfsplanung. Budgetierung und Bedarfsplanung sind sozusagen die ungeliebten siamesischen Zwillinge der ambulanten medizinischen Versorgung. Diese kann man nicht einzeln auflösen, sondern man kann die Bedarfsplanung, man kann die Niederlassungsfreiheit ausrufen, was wir uns wünschen würden, wenn man die Budgetierung vollständig beendet. Dann ist das möglich. Und dass die Budgetierung beendet werden sollte, haben Sie ja eben live und in Farbe miterlebt. Selbst Herr von Stackelberg, einer der glühendsten Vertreter der Bedarfsplanung, konnte sie inhaltlich nicht mehr begründen, sondern konnte sie nur noch als Kostensparmodell hier einführen. Und letztlich ist das nichts anderes, denn kein Mensch kann einem heute noch vernünftig erklären, warum ein Hausarzt in Baden-Württemberg alle seine Leistungen bezahlt bekommt und ein Hausarzt in Hamburg 21% seiner Leistungen nicht. Zumal die Budgetierung auch noch die Ärztinnen und Patienten, die Ärztinnen und Patienten in den sozial schwierigen Stadtteilen der Städte und auf dem Lande härter trifft, weil sie nicht durch andere Einnahmen den Wegfall dieser budgetierten Einnahmen ausgleichen können. Die Budgetierung muss weg, Frau Aschenberg-Duknus, und dann können Sie auch die Niederlassungsfreiheit wieder einführen. Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und betrifft das Thema Kieferorthopädie. Wie bewerten Sie die geplante Regelung zur kieferorthopädischen Versorgung? Wird damit die angestrebte Transparenz für die Patienten erreicht? Vielen Dank. Herr Dr. Esser. Ja,
KZBV, Sie haben das Wort. Klugnus, vielen Dank für die Frage. Also wir begrüßen die vorgesehene Regelung im kieferorthopädischen Bereich und halten sie darüber hinaus auch für dringend und aktuell erforderlich, weil mit diesen Regelungen tatsächlich die Patientenautonomie gestärkt wird, die Transparenz für die Versicherten erhöht und die Überprüfbarkeit der medizinisch notwendigen Leistungen hergestellt wird. Um diese mit den Regelungen verbundenen Ziele dann schlussendlich zu erreichen, sehen wir aber noch gegenüber den vorgesehenen Regelungen einen gewissen Klarstellungsbedarf. Wir sollten anstelle der in der Information vorgesehenen Aufklärung der Versicherten über sämtliche Behandlungsalternativen, die praktisch nicht umsetzbar ist, bitte vor der Behandlung stattdessen die auch im ursprünglichen Referentenentwurf vorgesehene schriftliche Aufklärung des Versicherten über die Behandlungsmaßnahmen und die konkreten Kosten der Behandlung beziehungsweise eventuell zusätzlicher gewünschter Mehr- und Zusatzleistungen wieder verankern. Und darüber hinaus sollte der zu beschließende Katalog von Mehrleistungen bitte nicht abschließend sein. Das würde tatsächlich der gelebten Versorgungswirklichkeit auch nicht entsprechen, sondern widersprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht wieder an den Einzelsachverständigen Professor Neubauer und betrifft die Fragestellung der Budgetierung der ärztlichen Vergütung. Wir haben ja eben auch schon gehört, dass die Budgetierung der ärztlichen Leistung aus der Zeit der Ärzteschwemme stammt. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Also zunächst Herr Professor Neubauer. Ja, danke schön. Also zunächst mal vorausgeschickt, die Budgetierung aus meiner Sicht keine Lösung für das Problem, sondern Teil des Problems, das wir haben. Was ist aber das Problem, das wir haben und das hier auch das CSVG und viele andere Gesetze versucht haben zu behandeln oder zu lösen, letztens war nicht, ja nicht gelungen ist. Wir haben ganz einfach eine Entwicklung in der Form, dass der Versorgungsbedarf der Bevölkerung in Deutschland durch älter werden, immer mehr werden älter, und durch mehr Aufwand pro alt oder älter werdenden durch die Möglichkeit der Medizin rasch steigt. Die Versorgungskapazitäten auf der anderen Seite, die wir haben, können wir nicht mehr nach Köpfen zählen, wie viele Ärzte haben wir, wie viele Pflegekräfte haben wir, sondern müssen sie nach Leistungsvolumen in Stunden zählen. Und dieses Leistungsvolumen nach Stunden geht zurück. Nun sagt der Ökonom ganz einfach, wenn die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt, müssen die Preise steigen. Und dieser Preissteigerungsmechanismus wird durch die Budgetierung außer Kraft gesetzt. Was heißt aber, die Preise und Vergütungen steigen? Preise und Vergütungen steigern heißt, der Beruf wird wieder attraktiver. Der Minister muss nicht aus der Schweiz Ärzte zurückholen wollen, sage ich mal vorsichtshalber, oder auch Pflegekräfte zurückholen wollen. Die Ärzte, die schon tätig sind, sind bereit, bei höherer Vergütung mehr Leistungen zu bringen, können damit auch wieder Überschüsse erzielen, dass ihnen Finanzmittel für Investitionen gibt. Und auf der anderen Seite ist diese Erhöhung der Preise gleichzeitig auch ein Signal für neue Anfänger, also Berufsanfänger, in den Beruf zu gehen. Von daher glaube ich, würde eine Preissteigerung und damit Einkommenssteigerung das Problem dadurch lösen, dass jetzt mehr Leistungen erbracht werden durch die Attraktivität des Berufes. Und andererseits, weil aber die Preise steigen, werden alle, die Leistungen bringen, sehr stark rationalisieren wollen. Das heißt, durch die neue Möglichkeit der Digitalisierung die Leistungsprozesse entsprechend verbessern und den Kostenaufwand verringern. Das heißt, die Produktivität steigt. Und nur durch eine steigende Produktivität können wir im Gesundheitssystem unsere Probleme lösen. Und Deutschland ist nur das geworden, was wir heute sind, durch die Steigerung der Produktivität, was die Einkommen zur Nachfolge hat. Und ein zweites Problem, das immer angesprochen wird, wenn die Leistungserbringer besser verdienen, Vergütungen erhöht werden und Investitionsmittel ansammeln können, dann sind sie auch nicht so anfällig für Fremdinvestoren, die ihnen einen attraktiven Preis für die Übergabe der Praxis bieten. Denn man muss doch mal sagen, das Problem der Investoren besteht doch darin, dass gegebene Praxeninhaber ihre Praxen verkaufen. Und das eben, weil sie einen höheren Preis erzielen und selbst die Investitionsmittel nicht haben, entsprechend zu investieren.
Also hier, glaube ich, liegt auch ein Problem für die Diskussion der MVZs, die von Investoren betrieben werden und die einfach ausgeblendet werden. Und auf längere Sicht ist dies, obwohl es Preiserhöhungen sind, die günstige Lösung, als wenn wir durch Budgetierung versuchen, ein Problem zu lösen, das schlichtweg so nicht zu lösen ist. Vielen Dank, Frau Aschmeck-Dunkners. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und betrifft wieder die offenen Sprechstunden. Welche Auswirkungen werden nach Ihrer Ansicht die offenen Sprechstunden auf die Terminvergabe haben? Und auch noch mal speziell gefragt auf die Behandlung von chronisch kranken Menschen. Dankeschön. Herr Dr. Gassen, Sie haben das Wort. Ja. Vielen Dank, Frau Aschenbach-Tucknus, für die Frage. Ja, es ist völlig klar, da die offenen Sprechstunden, insbesondere dann, wenn sie sozusagen gesetzgeberisch vorgegeben sind und erzwungen werden, dann werden sie natürlich Auswirkungen auf den Praxisablauf haben müssen. Kollegen werden bisher ihre Terminsprechstunden in gewissen Teilen auf offene Sprechstunden ummünzen müssen. Und es ist völlig klar, der Zug auf die offenen Sprechstunden wird dann im Grundsatz nach der Maßgabe stimmen, wer zuerst kommt, mal zuerst, weil es ja keine medizinische Steuerung dieser offenen Sprechstunden gibt. Insofern muss man davon ausgehen, bei einem endlichen Sprechstundenangebot pro Praxisinhaber und einer Verlagerung zu gesetzgeberisch aufgezwungenen offenen Sprechstunden ist durchaus nachvollziehbar, dass chronisch kranke Patienten, die ja einen ohne Zweifel bestehenden und vor allem wiederkehrenden Behandlungsbedarf haben, dann zweiter Sieger sind. Deshalb plädieren wir dafür, die offenen Sprechstunden, wenn überhaupt, als Angebot ins Gesetz zu schreiben. Dann können Fachgruppen je nach ihrer Notwendigkeit, und das ist völlig klar, ein Hals-Nasen-Ohrarzt in der Grippewelle wird offene Sprechstunden anbieten. Ein Rheumatologe, der gezielt vorgescreente Patienten behandelt, eher nicht, kann dann durchaus Wirkung entfalten. So wie es im Moment im Gesetzentwurf vorgesehen ist, sehen wir tatsächlich das Problem, dass chronisch Kranke an der Stelle am kürzeren Ende der Versorgungsstrecke sitzen. Vielen Dank. Die KBV hat geantwortet und die FDP hat jetzt noch eine Frage. Nee, ich würde sagen, die Minute würde ich jetzt gerne auf die nächste Runde machen, gut, damit auch derjenige, der antworten kann, genügend Zeit hat. Vielen Dank. Gut, dann machen wir weiter. Aber nicht vergessen. Nein, also bei uns ist alles digital registriert. Wir machen weiter mit der Fraktion Die Linke und die erste Frage stellt der Dr. Kessler. Ja, unsere erste Frage geht an Herrn Jansen vom Verein der demokratischen Ärztinnen und Ärzte. Der Gesetzentwurf verspricht schnellere Termine und eine bessere Versorgung und honoriert das für die Ärztinnen und Ärzte außerbudgetär. Erwarten Sie, dass dies die ambulante medizinische Versorgung verbessern wird tatsächlich? Und wie bewerten Sie, dass Leistungen, die Ärztinnen und Ärzte sowohl nach Berufs- als auch nach dem Sozialrecht sowieso erbringen, nochmal extra budgetär vergütet werden? Herr Jansen, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender Kessler, vielen Dank für die Frage. Ich bin auch Hausarzt in Berlin, befinde mich auch nicht auf dem Golfplatz. Die Prämisse dieser Regelungen, die angesprochen werden, beruht ja darauf, dass es zu lange Wartezeiten bei den Fachärztinnen und Ärzten gibt, dass es zu wenig Sprechstunden gibt, also einen Mangel an Menge gibt. Der Lösungsansatz, hier mehr Sprechstundenzeiten anzubieten, die Terminbemühungen durch Vermittlungen von Hausärzten oder den Terminservicestellen zu intensivieren und zu incentivieren. Dies muss man allerdings kritisch beleuchten, dieser Zweifel, um nur zwei Befunde einmal zu nennen, nähert sich daraus. Zum Beispiel der Arztbericht der Barmer GEK schon aus 2010 sagt, wir sind Weltmeister in Arztbesuchen. Damals waren es 18, von Japan gefolgt 13 Arztbesuchen pro Jahr. Und ein zweiter Befund von vor wenigen Wochen, die Evaluation des AOK-HZV-Vertrags in Baden-Württemberg zeigt, dass eine bessere Versorgung hinsichtlich verschiedener relevanter Outcomes zu erzielen ist, nebenbei bei erheblichen Einsparungen, mit deutlich weniger im Millionenbereich nämlich liegenden Fachärztbesuchen. Woran liegt das? Ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland eine enorme Arztzentriertheit in der Versorgung haben. Das heißt, gerade auch im fachärztlichen Bereich gibt es einen erheblichen ungesteuerten Zugang. Die Patientinnen und Patienten steuern sich quasi selbst. Auf der anderen Seite gibt es ein Honorarsystem im fachärztlichen Bereich, insbesondere was die regelmäßige Wiedereinbestellung von Stammpatienten viel, viel attraktiver macht, betriebswirtschaftlich gesehen. Auf der Gegenseite stehen neue Patienten, möglicherweise chronische Patienten, die dann auf der Strecke bleiben. Diese beiden Effekte werden durch die Regelungen im Terminservicegesetz leider nicht angerührt. In diesem Sinne muss man sagen,
nur noch einfach mehr Menge zu produzieren, mehr Facharzttermine, mehr Sprechzeiten zu produzieren, bringt nicht unbedingt mehr an besserer qualitativer Versorgung, gerade von chronisch und multimorbiden Versicherten. In diesem Sinne sind auch die Honoraranreize, die ja nicht unerheblich sind, nicht gut aufgehoben in diesen Incentives für Bemühungen und Vergütungen, extrabudgetären Vergütungen von solchen Terminen und Sprechzeiten. Sie bringen nicht mehr an bedarfsorientierter Versorgung. Sie bringen allerdings, jetzt mache ich mich etwas unbeliebt, sie bringen allerdings eher was für die Versorgung der betroffenen Fachärztinnen und Fachärzte, womit wir wieder beim Golfplatz wären. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Gabelmann. Dankeschön. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Die sozialrechtliche Nutzenbewertung von Medizinprodukten steht ja seit langem wegen ihrer geringen Wirksamkeit in der Kritik. Im Gesetzentwurf werden jetzt die Potenzialbewertung und die verpflichtende Studienteilnahme von Krankenhäusern abgeschafft. Welche Auswirkungen erwarten Sie von diesen beiden Regelungen, insbesondere für die Patientensicherheit? Die Frage beantwortet Herr von Stackelberg. Ja, danke. Stackelberg, GKV-Spitzenverband. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben die große Sorge, dass Patientinnen und Patienten in Deutschland zum Versuchskaninchen werden. Das müssen wir verhindern. Was ich so vor Augen habe, ist so wie in der Arzneimittelindustrie, da legt derjenige, der eine neue Idee für die Versorgung hat, mit entsprechenden klinischen Studien bis zur Phase 4 Studien, entsprechende Studien vor, die den Nutzen beweisen und wir dann im entsprechenden Gremien mit Herrn Hecken zusammen den Nutzen beurteilen können. Herr Hecken beurteilt das dann als Endentscheider und wir nachher Preisverhandlungen machen. Hier bei der Produktindustrie, bei den Produkten sind offensichtlich Vorstellungen, dass allein die Zulassung ein CE-Zeichen reicht, um das in die Versorgung hineinzubringen. Das halte ich für kritisch. Und das Kritischste halte ich dafür, dass wir keine Anreize haben, Studien, die wir selber auflegen, dass sie durchgeführt werden. Warum? Weil wir neben der Studien den teilnehmenden Krankenhäusern an den Studien zulassen, dass diese neue Leistung auch in anderen Krankenhäusern gleichzeitig erbracht und vergütet werden kann. Das halte ich für einen grundsätzlichen Fehler. Und ich bitte Sie inständigst, diejenigen, die dafür Verantwortung tragen, dafür zu sorgen, dass wir bei diesen neuen Produkten, die da in den Studien laufen, nur die studienteilnehmenden Krankenhäusern, die dort versorgten Patienten, die neue Leistung erhalten und vergütet bekommen. Alles andere führt dazu, dass wir keine Erkenntnisse über den Nutzen bekommen werden. Das halte ich für ein ernstzunehmendes Problem, was eine self-fulfilling prophecy hier erzeugt. Das wird nichts bringen, wenn der Gesetzentwurf so verabschiedet wird, wie er jetzt kommt. Das heißt, die dringende Bitte, Studien, wenn es um derartige Studien gibt, nur Krankenhäuser, die teilnehmen an den Studien, die auch entsprechende Daten, die man verwerten kann zur Nutzenbewertung, dort die Patienten, die kriegen die neuen Produkte, nicht in anderen Krankenhäusern. Das ist das Wichtigste, was wir da auf dem Herzen haben. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kessler. Unsere nächste Frage geht an Frau Fix von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Nach dem geplanten § 71 Absatz 1a sollen Betreuungsdienste künftig analog zum § 71 Absatz 1 analog zu den ambulanten Pflegediensten erbringen. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben mit Blick auf den ganzheitlichen neuen Pflegebegriff? Wie kann nach Ihrer Auffassung die Qualität der Betreuungsdienste gesichert werden? Und wie soll die Abgrenzung zu den schon bestehenden niedrigschwelligen Betreuungsangeboten erfolgen? Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Elisabeth Fix, für die freie Wohlfahrtspflege. Ja, Ziel des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs war es ja gerade, die Dichotomie zwischen den körperbezogenen Pflegemaßnahmen und den pflegerischen Betreuungsmaßnahmen aufzuheben. Mit der Einführung eines eigenen Dienstleistungssegments, nämlich den neuen Betreuungsdiensten, wird jetzt wieder diese Dichotomisierung gewissermaßen zementiert, indem die Betreuungsleistungen als Fachleistung aus den Pflegeleistungen ausgegliedert werden. Sie haben in Ihrer Frage ja auch schon erwähnt, wie die Abgrenzung vorzunehmen sei zu den niedrigschwelligen Betreuungsdiensten. Vorausgegangen ist ja der geplanten Einführung der Betreuungsdienste ein Modellprojekt des GKV-Spitzenverbands nach § 125 und auch in diesem Projekt konnte eben genau nicht klar abgegrenzt werden zwischen den niedrigschwelligen Betreuungsleistungen, die die Angebote zur Unterstützung im Alltag erbringen, und den Betreuungsleistungen, die die künftigen Betreuungsdienste erbringen sollen. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen können. Und zudem sozusagen sehen wir eben das Problem, dass die Pflegedienste und die Betreuungsdienste sich den Markt im Grunde sozusagen beim gleichen Leistungsportfolio teilen werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, wie die Qualität der neuen Betreuungsdienste gesichert werden kann. Das haben Sie ja erwähnt. Wir sind hier der Auffassung, dass die Regelungen im 912a nicht ausreichend sind. Es muss klar festgestellt werden, ob es eigene Maßstäbe und Grundsätze für die Qualitätssicherung nach 113 für die neu einzuführenden ambulanten Betreuungsdienste gibt. Und an dieser Stelle wäre aus unserer Sicht gesetzgeberisch nachzubessern. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Gabelmann. In dem Fall Herr Weinberg, das macht aber nichts. Ich mache das auch gerne, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richte ich an den DGB, an Herrn Spiller. Wir haben ja einen Änderungsantrag laufen, der über die Sachen, die im Gesetz drinsteht, nochmal hinausgeht, was die Festzuschüsse für Zahnersatz betrifft und die Festzuschüsse auf 100% erhöhen möchte, also die Regelversorgung im Zahnersatz vollständig im Sachleistungsprinzip von den Kassen abrechnen lassen möchte. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Änderungsantrag bewerten. Vielen Dank für die Frage. Es antwortet der DGB, Herr Spiller. Ja, vielen Dank. Also wir haben zwar seit dem 01.01.2019 wieder die Parität in der Beitragserbringung der GKV-Beiträge, aber von einer echten Gleichverteilung der Gesundheitskosten für die Versicherten kann man natürlich nach wie vor nicht sprechen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele ehemalige Leistungen für gesetzlich Krankenversicherte ausgegliedert. Das haben sicherlich viele von Ihnen noch in Erinnerung. Das waren neben Zahnersatzleistungen für Erwachsene auch Ausgaben für medizinische Dienstleistungen, Arzneimittel sowie Heil- und Hilfsmittel, die durch die Versicherten und die Beschäftigten nun durch private Aufwendungen getragen werden müssen. Wir haben das mal zusammengerechnet. Über Gesundheitsberichterstattung des Bundes kommen wir da für das Jahr 2014 auf roundabout 44 Milliarden Euro. Bei einer linearen Fortschreibung dieser Steigerungsrate wären das ungefähr 51 Milliarden Euro in diesem Jahr. Und das ist natürlich gerade für diejenigen, die ein kleines Einkommen haben oder auch nur ein mittleres Einkommen haben, ein dicker Brocken, der aus dem privaten Säckel getragen werden muss. Insofern sprechen wir uns ganz klar dafür aus, dass diese 100%ige Kostenübernahme stattfindet. Vielen Dank. Die Zeit übertragen wir in die nächste Runde. Dann sind wir jetzt angekommen bei Bündnis 90 Die Grünen, und die erste Frage stellt Frau Kleinschmeig. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an Professor Dr. Jacobi. Sehr überraschend ist ja eine Regelung zum Zugang zur Psychotherapie in dieses Gesetz aufgenommen worden. Wie bewerten Sie diese Regelung zu einer gestuften und gesteuerten Versorgung, und ist sie geeignet, um die Versorgung im Bereich der psychischen Erkrankungen zu verbessern? Der Einzelsachverständige Professor Dr. Jacobi antwortet. Ja, Frank Jacobi, Psychologische Hochschule Berlin. Besten Dank für die Frage. Ja, in dem Gesetzentwurf gibt es letztendlich mehrere Probleme, die hier auch schon angesprochen wurden, insbesondere wenn zusätzlich im letzten Jahr in Kraft getretenen Psychotherapie-Richtlinie weitere Ebenen eingezogen werden und dadurch letztendlich der Zugang auch kompliziert wird. Ich denke, das wurde an anderer Stelle auch schon gesagt, Wartezeiten können nur verkürzt werden, wenn auch entsprechende Versorgungskapazitäten bereitgehalten werden. Es sei denn,
es wäre einfach festzustellen, dass es hier eine Über- und Fehlversorgung gibt, aber das ist im Bereich der Psychotherapie nicht der Fall. Psychotherapiefälle sind schwere Fälle, wie wir aus vielen Stunden Studien wissen. Und auch so Vermutungen in Richtung angebotsinduzierter Fehlnachfrage kann nicht bestätigt werden, wenn wir uns zum Beispiel regionale Unterschiede angucken, was Angebot und Nachfrage sozusagen betrifft. Einfach nur eine Mengenausweitung von Psychotherapie kann allerdings auch nicht die Lösung sein, wenn das sozusagen ganz ungesteuert passiert. Wir haben zum Beispiel gezielte Ansatzpunkte, wo wir regionale Ungerechtigkeiten ausgleichen können und wo wir dort sehen können, wie man gezielt letztendlich die Kapazität erhöhen könnte. Auch die Flexibilisierung und vereinfachte Auslastung von Kassensitzen ist letztendlich deutlich noch optimierbar. Weitere Möglichkeiten, die letztendlich das Ganze flankieren müssten, wären eine bessere Vernetzung auch zwischen verschiedenen Sektoren, verschiedenen Berufsgruppen, um dort letztendlich auch Psychotherapie bei komplexem Hilfebedarf besser zu verankern. Und vielleicht noch abschließend möchte ich auch darauf hinweisen, dass sozusagen vermehrte psychotherapeutische Leistungen auch jenseits der Richtlinienpsychotherapie hilfreich sein können. Das heißt, Entlastung der Richtlinienpsychotherapie durch weitere Angebote, beispielsweise in Prävention, betrieblicher Gesundheitsförderung, Jugendhilfe, Krisendienste, Psychotherapie im Allgemeinkrankenhaus und Ähnliches. Zusammenfassend würde ich also denken, dass eine Optimierung der psychotherapeutischen Versorgung einerseits durch gezielte bedarfsorientierte Ausweitung von Richtlinienpsychotherapie möglich sein kann, auch durch verbesserte Auslastung von Praxen optimiert werden kann und insbesondere auch durch Erweiterung psychotherapeutischer Leistungen jenseits der Richtlinienpsychotherapie, um diesen Bereich letztendlich zu entlasten. Und vielleicht auch noch ergänzend begleitet solche Maßnahmen durch Evaluierung, Versorgungsforschung und Ähnliches, um Evidenzbasierung hier in diesen Bereich auch hineinzukriegen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dr. Kappert-Konter. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Fix von der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege, nochmal zu den finanziellen Anreizen für Akutmedizin. Frau Dr. Fix, inwiefern erkennen Sie in den vorgesehenen Honorarzuschlägen für die Behandlung von Neu- und Akutpatientinnen und Patienten einen Fehlanreiz und damit die Gefahr, dass es zu einer Benachteiligung von chronisch Kranken kommt? Und wie kann aus Ihrer Sicht eine solche Benachteiligung verhindert werden? Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Kappert-Gonter, für die Frage. Elisabeth Fix von der Freien Wohlfahrtspflege. Ja, der Kabinettsentwurf sieht einen 25-prozentigen Vergütungszuschlag auf die Grund- und Versichertenpauschale für Erst- und Neupatienten vor, sowie auch einen 15-prozentigen Vergütungszuschlag, sofern Erst- und Neupatienten in die offene Sprechstunde vermittelt werden. Zusammengenommen produziert der Gesetzentwurf in dem 87.2c somit aus unserer Sicht den Fehlanreiz in der extrabudgetären Vergütung, dass mindestens 40% Vergütungszuschlag für Akutpatienten vorgesehen werden können. Und das wird natürlich, und das wurde ja hier auch an anderer Stelle schon ausgeführt, zu einer Benachteiligung der chronisch kranken Patienten führen. Wir sind der Auffassung, dass das Hausarztprinzip gestärkt werden muss, sehen auch in dem Vergütungszuschlag der 5 Euro sozusagen einen, ich sage jetzt mal, etwas hilflosen Versuch, das Hausarztprinzip zu stärken. Herr Weigelt hat es ja vorher ausgeführt. Wir sind der Auffassung, dass die hausärztliche Versorgung gestärkt werden muss. Koordinationsleistungen, Lotsenfunktion, Steuerungsfunktion müssen auskömmlich honoriert werden. Und das Konzept der dringlichen Überweisung durch den Hausarzt zum Facharzt sehen wir hier eigentlich als Königsweg, um die Akutpatienten, die wirklich einer Facharztbehandlung bedürfen, gezielt zum Facharzt zu schleusen. Da sollten auch mehr als diese 5 Euro vorgesehen werden. Allerdings sollte die Ausgestaltung der Vergütungszuschläge in der MGV und nicht in der EGV erfolgen, durch Ausdifferenzierung des Pauschalensystems. Und für die chronisch kranken Patienten, finde ich, sollte man auch darüber nachdenken, wie von einer Aufhebung der Staffelung der Punktwerte abgesehen werden könnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt auch Frau Dr. Kappert-Gonter. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den GKV-Spitzenverband.
Mit welchen Effekten rechnen Sie durch die befristete Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen für Rheumatologen, Pädiater und Psychiater? Und welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um Fehl-, Unter- und Überversorgung bis zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung zu verringern? Herr von Stackelberg, Sie haben das Wort. Also ich halte nichts davon, für diese genannten Arztgruppen vorübergehend das aufzuheben. Das ist ja, wird ein Ran auf die dann freisitzenden Sitze kommen. Es wird in Berlin-Mitte plötzlich eine Zunahme von Sitzen geben. Dann wird irgendwann mal die Bedarfsplanung wieder sperren. Und wenn ich böswillig bin, dann ist das ja fast ein Geschäftsmodell für einen einzelnen Arzt, sich mal zeitweise niederzulassen, um dann bei gesperrten Bedarfsplanungssitz dann den Sitz teuer zu verkaufen, wieder ins Krankenhaus zurückzugehen. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das hat mir diese Befürchtung habe ich von einem Krankenhausarzt. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Witz war, so gut kannte ich ihn nicht. Aber die vorübergehende Freigabe halte ich überhaupt nicht. Entweder sind die Zahlen falsch, die Bedarfszahlen falsch, dann müssen wir mit Herrn Hecken reagieren. Das tun wir gerne, wenn sie falsch sind. Aber vorübergehend freigehen kann nur eine Niederlassung da erzeugen, wo der Arzt es will. Die Frage ist, ist das, wo der Arzt es will, auch versorgungsnotwendig? Vermutlich haben wir die größten Versorgungsengpässe dahin, wo wir die Ärzte anreizen müssen. Ich sehe deswegen, dass durchaus Möglichkeiten, die Ärzte anzureizen mit mit Zuschlägen, so auch wie die Regierung das vorsieht, wenn sie sich in Sorgengebieten niederlassen, ob das in welcher Form auch immer, darüber würden wir auch gerne diskutieren. Aber eine vorübergehende Freigabe ist auf jeden Fall aus unserer Sicht nicht zielführend. Vielen Dank, Frau Dr. Kappert-Gonter. Vielen Dank. Unsere nächste Frage geht an den Bundesverband der medizinischen Versorgungszentren. Inwieweit gefährdet die Bedarfsplanung zur Nachbesetzung frei werdender Angestellten Ärztinnenarztstellen in medizinischen Versorgungszentren durch den Zulassungsausschuss, die MVZ, in ihrem Bestand? Herr Dr. Felling, Sie haben das Wort. Ich bin für diese Frage sehr dankbar, um nochmal zu erläutern, warum wir so dagegen sind, dieses einzurichten. Es ist in Gesprächen, immer mit Gesprächspartnern zum TSVG, der Eindruck entstanden, MVZ werden gar nicht richtig zugelassen und sie werden nie geprüft. Das ist aber falsch. Bisher ist es für angestellte Ärzte und damit ausdrücklich die Mehrheit außerhalb von MVZ auch so, dass sie den gleichen Zulassungsbestimmungen unterliegen wie Vertragsärzte auch. Sie haben einmal bei dem Inhaber Sitzwechsel das Zulassungsverfahren zu durchlaufen. Dazu gehört auch die Bedarfsprüfung für diesen Sitz. Und sie werden auch jährlich nach § 96 war es, Absatz 3 auf ihre ausreichende Patientenversorgung geprüft, wie jeder niedergelassene Arzt. Diese Prüfungen finden schon statt und sind auch wirksam. Also ich kenne, da ich selber ein niedergelassener Arzt bin, als Angestellter im MVZ und aber auch im gewähltes Mitglied des Zulassungsausschusses, weiß ich, dass sich der Zulassungsausschuss mit diesen Sachen jährlich befasst. Also wir haben hier dank dem Versorgungssicherstellungsgesetz ein Gesetzverfahren, was keine Unterschiede macht zwischen Vertragsärzten und Angestellten. Die Neuregelungen, die im TSVG jetzt drinstehen, bedeuten, dass es eine neue Zulassungshürde für Angestellte gibt, im Gegensatz zu Vertragsärzten, die die Versorgungssicherheit auf einem Angestelltensitz weit in Frage stellen. Ja, im TSVG-Referentenentwurf noch nicht, im Kabinettsentwurf steht jetzt drin, man darf sich nicht länger als 3 Monate Zeit lassen, um die Bedarfsplanung zu prüfen. Das ist schon in manchen Zulassungsausschüssen sportlich, aber es führt ja auf jeden Fall dazu, dass innerhalb dieser 3 Monate kein Anstellender weiß, ob er diese Stelle überhaupt vergeben darf. Ja, das heißt, bei der Nachbesetzung dieser Arztstelle bedarf es einer Lücke in der Patientenversorgung. Lücken in einer Patientenversorgung führen regelhaft in den KV, die nach RLV, also Regelleistungsvolumen, abrechnen, auch zur Senkung des Budgets. Das heißt, eine solche Regelung ist ein deutlicher Nachteil für die Patientenversorgung durch angestellte Ärzte, die aber andererseits mittlerweile schon ein Drittel der Patientenversorgung darstellen und eine Ungleichbehandlung der Vertragsärzte und der Angestellten im eigentlich gleichen Zulassungsrecht, das ja aus dem Vertragsarztrecht hervorgeht. Vielen Dank, das war fast auf die Sekunde. Jetzt fragt die CDU weiter und die erste Frage kommt von dem
vom Alexander Kraus. Ja, meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, an Herrn Dr. Gassen. Wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf enthaltene Einführung einer Dreiviertelzulassung für Vertragsärzte? Herr Dr. Gassen, Sie haben das Wort. Ja, Herr Kraus, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, ist anzumerken, dass die Planung ja ohnehin, und zu der haben wir vorhin schon einiges gehört, immer fragmentierter und kleinteiliger wird. Wenn wir jetzt anfangen, Viertelzulassung zu entziehen oder einzuführen, dann wird das mit ziemlicher Sicherheit zumindest eins zur Folge haben, nämlich eine Reihe von Folgebürokratismen. Da haben wir auch schon was zu gehört. Dass das in irgendeiner Form wirksam wird, ist eine andere Frage, die ich kaum beantworten kann. Man kann sich schwerlich vorstellen, dass der Entzug oder die Zuteilung einer Viertelzulassung, außer vielleicht für eine MVZ-Struktur, in irgendeiner Form Effekt auf die Versorgung entfalten kann. Also ich würde grundsätzlich davor warnen, es zu kleinteilig zu machen. Wir haben eh schon so viele kleinteilige Regelungen und das wäre eine weitere. Vielen Dank. Jetzt fragt Stefan Pilsinger. Ich habe eine Frage an den Deutschen Hausärzteverband und den Spitzenverband der Fachärzte. Wie würden Sie den Vorschlag bewerten, die hausarztzentrierte Versorgung zu stärken, indem Krankenkassen verpflichtet werden, ihren Versicherten eine Prämienzahlung oder Zuzahlungsermäßigung zu gewähren, wenn sich diese sich in einen HZV-Vertrag einschreiben? Vielen Dank, Herr Weigelt. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Pilsinger. Wir haben Erfahrung mit dieser Bonuszahlung und mit der Bonifizierung von Patienten und Patientinnen. Ist schon darauf hingewiesen worden, zur Evaluation aus Baden-Württemberg, dass hier sehr gute Erfahrungen damit gemacht worden sind, mit Kassen, die bisher schon einerseits die Beitragsrückerstattung üben, wie die BKK Bosch, oder die Zuzahlungsbefreiung für Medikamente für die Patienten geben, wie die AOK Baden-Württemberg, die dennoch mit einem positiven Ergebnis aus diesen Verträgen herauskommen. Und es ist eigentlich, hat zwei Effekte. Der eine Effekt, dass Versicherten, die sich hier ja nachgewiesenermaßen wirtschaftlich verhalten, die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens nicht nur aus Qualitätsgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen vernünftig annehmen, dass die an den wirtschaftlichen Vorteilen auch beteiligt gehören. Das ist ja auch die Auffassung, die dort gelebt wird. Zum Zweiten ist es so, dass damit auch die HZV insoweit gestärkt wird, als dass die nicht vertragsgemäße Inanspruchnahme dadurch im Grunde genommen nochmal gefördert wird. Das heißt, dass man, wenn man diesen Vertrag eingeht, sich auch an diesen Vertrag hält. Die positiven Effekte gerade der Steuerung der Patienten und der zeitgerechten und auch sachgerechten Steuerung, wenn fachärztliche oder Krankenhausbehandlung notwendig ist, wird damit ja gefördert. Und ich glaube, dass der Effekt auch in Bezug auf Wartezeiten deutlich günstiger ist als der über überlastete Terminservicestellen, sich dort Termine zu besorgen bei einem Facharzt, der Termine zwar angegeben hat, aber der vielleicht gar nicht der Wunschfacharzt der Patientin oder des Patienten ist. Also insofern würden wir da sehr großen Wert darauf legen, dass tatsächlich hier den Versicherten in der HZV das, was ihnen eigentlich auch zusteht, da auch gewährt wird. Vielen Dank, Herr Dr. Heinrich. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Der Spitzenmann Facharzt in Deutschland sieht das sehr kritisch aus mehreren Gründen. Erstens fehlt bis heute leider immer noch harte, unabhängige wissenschaftliche Evidenz für die HZV. Zweitens wird die HZV bis heute schon erheblich finanziell gefördert. Drittens muss sich der Nutzen für einen Patienten aus einer besonderen Versorgungsform bereits aus dem Vertrag, aus dem Programm ergeben. Das ist für die Motivation von Patienten essentiell. Er muss ja freiwillig an dem Programm teilnehmen, weil er daraus auch einen Nutzen für sich sieht. Der rein finanzielle Anreiz birgt das große Risiko, dass sich Patienten nur wegen dieses finanziellen Anreizes an diesem Vertrag beteiligen. Das stellt anschließend einen Bias für die Evaluation dar und wäre dann in dem Fall auch eine reine Geldverschwendung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Hufeland-Gesellschaft. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht die Streichung des Wahltarifs für Arzneimittel der besonderen Therapieeinrichtungen vor und begründet wird es mit dem bürokratisch hohen Aufwand für die geringe Zahl der Nachfragenden. Und wie beurteilen Sie diesen Vorschlag, auch vor dem Hintergrund, dass entsprechende Satzungsleistungen der Krankenkassen unberührt bleiben sollen?
Herr Dr. Breitkreuz, Sie haben das Wort. Ja, Breitkreuz, Hufeland-Gesellschaft. Hufeland-Gesellschaft ist der Dachverband der ärztlichen Fachgesellschaften im Bereich Naturheilkunde, Komplementärmedizin, integrative Medizin. Ich spreche jetzt aus der Perspektive der über 60.000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, die naturheilkundliche und komplementärmedizinische Verfahren in ihrer Arbeit anwenden. Die Abschaffung des Wahltarifs hat an dieser Stelle keine Vorteile. Wir haben eine große Nachfrage, die steigt. 75% der Deutschen befürworten integrative Medizin. Und wir brauchen Instrumente, um diese Versorgung in der Kassenarztpraxis zu realisieren. Wir wollen nicht, dass das woanders stattfindet. Der Wahltarif ist für uns ein solches wichtiges und auch gesetzlich verankertes Instrument, um integrative Medizin in der Kassenarztpraxis zu realisieren. Wichtig scheint uns, der Wahltarif ist ja letztlich eine freiwillige Kannleistung ohne eine finanzielle Mehrbelastung der Krankenkassen. Denn die mit einem Wahltarif entstehenden Mehrkosten zahlt der Versicherte selbst. Die Kassen berücksichtigen den bürokratischen Aufwand bereits in ihrer Kalkulation des Tarifes. Das bestätigt auch die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes. Jetzt ist es derzeit so, dass ärztliche Komplementärmedizin zwar stärker im Bereich der Satzungsleistung in Anspruch genommen wird, was sich aber ändern kann, wenn sich die finanzielle Situation der Krankenkassen verändert. Satzungsleistungen sind konjunkturanfällig, während Wahltarife ein kostenneutrales Wettbewerbsinstrument sind. Und wir erwarten, dass wir diese Wahltarife in Zukunft brauchen werden. Insofern stellt sich die Frage, warum man jetzt ohne Not und finanziellen Druck die Wahltarife abschaffen will. Wir halten das für die Argumente des BMG für nicht stichhaltig, glauben, dass die Abschaffung des Wahltarifs für die naturheilkundlich integrativ tätige Ärzteschaft für ihre Patienten und die Krankenkassen von Nachteil wäre und plädieren dafür, dass der Wahltarif erhalten bleibt. Vielen Dank. Ich danke auch. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft und es geht um das Berufsbild der Notfallsanitäter. Welche Auswirkungen hätte eine Verlängerung der Übergangsfrist für Rettungsassistenten mit 5 Jahren Berufserfahrung für die Weiterbildung zu Notfallsanitätern? Ja, Herr Baum, Sie haben das Wort. Entschuldigung. Sie schon genommen. Würde ich nicht wagen. Baum, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Als 2014 das neue Berufsrecht die Rettungsassistenten in Notfallsanitäter überführte, ist man davon ausgegangen, dass viele von denen, die konventionell ausgebildet waren und hauptberuflich tätig sind, es rechtzeitig schaffen, in der Übergangsfrist in den neuen Beruf zu kommen. Das setzt ja voraus, dass sie 5 Jahre nachweisen und dann binnen 7 Jahre seit 2014 spätestens die Prüfung abgelegt haben. Und jetzt zeigt sich, dass das eben in der Praxis gar nicht so zu realisieren war, das sagen auch viele in unserem System, sodass es sinnvoll und gleichzeitig braucht man aber diese voll neu ausgebildeten Notfallsanitäter, um die Ausbildung des Nachwuchses durchlaufen lassen zu können, sodass man eine doppelte Engpass-Situation hat und deshalb wäre es wichtig, die Übergänge zu erweitern und die Ausbildungsberechtigungen damit gleichzeitig auch aufrechtzuerhalten, damit man die nötige, ich sag mal, Zahl am Ende auch wirklich ins System bekommt. Lothar Riebsam hakt nochmal nach. Bleibe bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft und bei den Notfallsanitätern. Können Sie mir sagen, wie die Bundesländer sicherstellen, dass im Fall eines Einsatzes die Haftpflichtversicherung für die Notfallsanitäter sichergestellt ist? Herr Baum. Ja, wir haben auch in unseren Bereichen gehört, dass durch die neue berufliche Ausbildung, durch den vollberuflichen Sanitäter, sein Leistungsspektrum ein Stück weiter in Richtung ärztlich-heilberuflicher Bereich verschoben worden ist und damit eine größere medizinische Kompetenz bei den voll ausgebildeten ist. Und jetzt stellt sich die Frage, ist diese volle medizinische Kompetenz von den Haftpflichtversicherern auch sachgerecht abgebildet? Und da gibt es offensichtlich Probleme in der Praxis, dass das, ich würde mal sagen, noch nicht vollständig bei den Versicherern so angekommen ist. Und wir würden dringend raten, dass auf einer fachlich kompetenten Dialogebene
die Versicherer angesprochen werden, um sicherzustellen, dass sie ihre Haftpflichtversicherungsbedingungen so erweitern, dass diese volle Tätigkeit erbracht werden kann, die jetzt häufig zu hörende Regelung, dass sie dann eben nicht erbracht wird, weil nicht im Sinne der Ausweitung der Kompetenzen der Rettungssanitäter. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Giersch-Kippels. Vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an den gemeinsamen Bundesausschuss, Herrn Professor Hecken. Sie haben nun bis zum 30. Juni 2019 Zeit, die Bedarfsplanung im Sinne einer kleinräumigen und bedarfsgerechteren Planung weiterzuentwickeln und die erforderlichen Anpassungen für eine bedarfsgerechte Versorgung zu treffen. Kann diese Frist Ihrer Meinung nach eingehalten werden? Herr Professor Hecken. Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Abgeordneter Kippels. Ich kann das uneingeschränkt mit Ja beantworten. Die Arbeitsgruppenberatungen über das Gutachten der LMU laufen. Wir werden im März in das Stellungnahmeverfahren eintreten und werden im Mai die entsprechende Beschlussfassung im gemeinsamen Bundesausschuss tätigen. Erlauben Sie mir eine zusätzliche Bemerkung. Das macht auch die Diskussion über die Frage, ob es befristet bis zum Inkrafttreten der neuen Bedarfsplanungsrichtlinie einer Niederlassungsfreiheit für bestimmte Arztgruppen bedarf, auch ein Stück weit hinfällig, denn das würde wirklich dazu führen, dass für einen Zeitraum von 2 Monaten in Ballungsgebieten Niederlassungen erfolgen würden und nicht da, wo wir die knappe Ressource Arzt realita brauchen, nämlich in ländlichen Gebieten. Ich will an dieser Stelle nur, um das aufzugreifen, was eben bereits angesprochen wurde von Herrn Neubauer, sagen, es ist egal, ob man das Bedarfsplanung oder Versorgungsplanung nennt. Häufig wird Ursache und Wirkung verwechselt. Ich habe heute 2600 Hausarztsitze frei in ländlichen Regionen, trotz Bedarfsplanung, trotz Versorgungsplanung. Und die werden eben nicht besetzt, weil diese Bereiche aus vielerlei Gründen unattraktiv sind. Und vor diesem Hintergrund meine herzliche Bitte, bis zur Beschlussfassung des GBA eben diese Ausnahmemöglichkeit nicht im Gesetz zu implementieren. Vielen Dank. Karin Mack. Ich bleibe beim Freund des klaren Wortes, Herr Professor Hecken. Wir haben ja jetzt schon einiges zu den Psychotherapeuten gehört, zu der in Anführungsstrichen geschuften und gesteuerten Versorgung. Der Entwurf sieht ja nun die Beauftragung des GBA dazu vor. Und jetzt hätte mich interessiert, ob sich der GBA da schon Gedanken dazu gemacht hat. Herr Hecken. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. Selbstverständlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht. Mich hat ein klein wenig irritiert die Aufregung um diese gesetzliche Formulierung. Denn wir haben ja eben auch von Herrn Professor Jacobi, auch von anderen gehört, dass allein eine Mengenausweitung in der Versorgung die Versorgungsprobleme und die Wartezeitproblematik nicht regeln kann. Herr Professor Jacobi hat ja ausdrücklich auch davon gesprochen, dass es einer strukturierten Versorgung der Patientinnen und Patienten bedarf. Und es gibt mit Beteiligung der Psychotherapeuten, mit Beteiligung der Psychiater, mit Beteiligung der Krankenkassen im KV-Bezirk Nordrhein ein sehr großes Innovationsfonds, Projekt mit dem Titel NPPV, in dem eben gerade die strukturierte Versorgung von besonders schwer von psychischen Erkrankungen betroffenen Patientinnen und Patienten erprobt wird. Denn wir alle wissen, das ist eine Binsenweisheit, dass gerade psychische und neurologische Krankheiten sehr häufig sehr lang andauernd sind, sehr leidensträchtig sind und natürlich auch das System erheblich belasten. Deshalb haben wir eben jetzt aus diesem Projekt in NRW antizipierend uns Überlegungen gemacht, die in die Richtung gehen, dass wir sagen, dass über die Sprechstunde, die wir in der Psychotherapie-Richtlinie bereits verankert haben, über die Vereinfachung der Möglichkeiten der Gruppentherapie hinaus, die beide noch nicht in der Art und Weise funktionieren, wie sie in der Richtlinie angelegt sind, weitergehende Maßnahmen implementiert werden müssen, die ein Nebeneinander der Behandlungsformen ohne enge berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit dann auch institutionalisieren. Bei keiner anderen schweren Erkrankung,
und psychische Erkrankungen sind schwere Erkrankungen, gäbe es eine Diskussion, wenn darüber gesprochen würde, ob hier die unterschiedlichen Leistungserbringer und die unterschiedlichen Akteure in strukturierter und auch organisierter Form zusammenwirken müssen. Deshalb will hier, glaube ich, niemand, jedenfalls nach meinem Verständnis, eine Rückkehr zum Delegationsprinzip, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Frage, ob insbesondere bei besonders schweren psychischen Erkrankungen, in denen die Versicherten und die Kranken nicht imstande sind, die Versorgungsangebote selbst zu steuern, dann eben eine Strukturierung über eine Vorgabe des GBA erfolgt. Wir haben in diesem NRW-Projekt Patienten mit schwerer manifester Depression, Schizophrenie, Demenz, Traumafolgestörungen, MS, Parkinson und Schlaganfall, die in einem strukturierten Versorgungskonzept behandelt werden, in dem nach klaren Kriterien die unterschiedlichen Leistungserbringer in einem klar strukturierten Austausch sagen, was ist das Beste für den jeweiligen Patienten, um damit die Behandlung zu optimieren und auch Kapazitäten möglicherweise freizumachen an anderer Stelle durch die entsprechende Verbesserung der Versorgungsstrukturen. Die ersten Erfahrungen zeigen, obwohl das Projekt bis 2021 läuft, dass es sowohl von den teilnehmenden Psychotherapeuten wie auch von den Patienten positiv bewertet worden ist. Das ist am Montag im Petitionsausschuss hier ausdrücklich gesagt worden. Letzte Bemerkung, diese vernetzte Versorgung durch Psychotherapeuten und Psychiater hätte die Vorteile, dass Versorgung verbessert und Wartezeiten verkürzt werden könnten, dadurch, dass erstens bessere Kenntnis bei allen über das Spektrum des Angebots entstehen könnte, dass Qualitätsstandards wie zum Beispiel strukturierte Befundermittlung und Überweisungssteuerung erfolgen könnte. Es könnten, und das ist mir ganz wichtig, Schwerpunkte innerhalb dieses Netzes geschaffen werden, die zum Beispiel gemeinsame Angebote von spezifischen Gruppentherapien ermöglichen. Die scheitern nämlich häufig heute in der Versorgungspraxis daran, dass einer sagt, ich kriege die vier Patienten nicht zusammen, die ich für eine Gruppentherapie brauche, also mache ich sie nicht, also mache ich vier Einzeltherapien. Das wäre ein wesentlicher Vorteil. Und bei vorwiegend diagnostischen Fachärzten und Psychotherapeuten, letzter Punkt, könnten damit raschere Weitervermittlungen von neuen Patienten erfolgen und es bestünde die Möglichkeit, da eben schneller Zugang über eine Diagnose ins System zu finden. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Karin Mack. Danke, Herr Vorsitzender. Ich stelle die Fragen an den GKV-Spitzenverband und an die BAG Selbsthilfe, und zwar vor dem Hintergrund. Frau Dr. Fix hat vorher sich zu den Betreuungsdiensten geäußert und Sorge, dass bei der Einführung da etwas schief geht zulasten der Pflege. Könnten Sie dazu Ausführungen machen? Für den GKV-Spitzenverband, Herr Weller. Ja, vielen Dank für die Frage. Der GKV-Spitzenverband hat nach § 125 SGB 11 die Modellvorhaben durchgeführt und einen Abschlussbericht vorgelegt. Es hat sich erwiesen, dass dies eine sinnvolle, gute Ergänzung zum bestehenden Versorgungsangebot im ambulant-pflegerischen Bereich darstellt. Die Gruppen, insbesondere von Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen mit komplexeren Bedarfen, also wir denken dann insbesondere an Menschen mit kognitiven Einschränkungen, haben von diesem Angebot besonders profitiert. Insofern begrüßen wir die gesetzliche Regelung im TSVG, dies jetzt im Gesetz vorzusehen. Um das noch auf den Punkt zu bringen, wir haben insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Personalsituation im ambulanten Pflegebereich festgestellt, dass diese Betreuungsdienste durch die ergänzenden Leistungen und den damit einhergehenden Personalmix eine wirkliche gute Unterstützung sind und dem Fachkräftemangel begegnen. Was eine weitere Erkenntnis war, ist, dass wir auch aus pflegefernen Ausbildungsberufen oder Ausgangsberufen Betreuer finden konnten, die dann die Dienste angeboten haben und entsprechend natürlich vorher qualifiziert wurden. Auch dies kann dem Fachkräftemangel dann
begegnen. Wir weisen aber darauf hin, dass die Qualitätssicherung hier durchgeführt werden müssen. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die zu erarbeitenden Qualitätskriterien für die externe Prüfung nach wissenschaftlichen Kriterien jetzt erarbeitet werden, damit diese dann auch in das Qualitätssystem nach 113b eingebaut werden können. Eine Bitte haben wir noch an Sie. Im Gesetzentwurf ist eine Bearbeitungszeit für den GKV-Spitzenverband von 3 Monaten für die entsprechende Richtlinie vorgesehen. Wir würden Sie bitten, diese Frist auf 6 Monate zu verlängern. Alleine ist das der Tatsache geschuldet, dass wir umfangreiche Stellungnahmeverfahren auch durchführen wollen. Um dies entsprechend sicherzustellen, bitten wir Sie, diese Frist zu verlängern. Vielen Dank. Wir schieben die Zeit auf die nächste Runde. Dann fragt jetzt, Entschuldigung, die Frau Dr. Doker muss noch antworten. Dann brauchen wir wahrscheinlich nichts mehr zu schieben. Wahrscheinlich müssen wir was abziehen. Frau Dr. Doker. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Auch wir sehen die Betreuungsdienste als sinnvolle Ergänzung an. Wir sehen, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff noch nicht in den Angebotsstrukturen angekommen ist. Und da können die Betreuungsdienste tatsächlich helfen, dass sich Patienten eben auch entsprechende Zeitkontingente stärker einkaufen können und so der neue Pflegebedürftigkeit eben auch in den Angebotsstrukturen ankommt. Was uns noch ein Anliegen ist, dass durch die Betreuungsdienste nicht die ehrenamtlichen Strukturen verdrängt werden, also dass man darauf achtet. Man muss aber auch sagen, dass die ehrenamtlichen Strukturen nicht durchgehend und flächendeckend vorhanden sind. Insofern sehen wir die Betreuungsdienste schon als sinnvolle Ergänzung an. Vielen Dank, damit sind wir zeitlich glatt. Und die nächste Frage stellt die SPD-Fraktion, Frau Mattheis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den DGB, und zwar zum Paragraphen 264 SGB 5, 74, Entschuldigung, 274 SGB 5. Und zwar soll das Bundesministerium für Gesundheit ja im Rahmen seiner Prüfungen in besonderen Fällen Wirtschaftsprüfer und spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien mit einzelnen Bereichen der Prüfung beauftragen können. Und da hätte ich gern vom DGB gewusst, wie er dazu steht. Vielen Dank. Herr Spiller, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Also wir sehen diesen Vorschlag kritisch und warnen davor, über diesen Ansatz langfristig den gesetzlichen Krankenkassen einen nicht öffentlich-rechtlichen Prüfmechanismus aufzuoktroyieren, der das gegenwärtige Prinzip der Eigenprüfung durch den Prüfdienst der Krankenkassen auf der Länderebene oder im Bundesbereich durch das Bundesgesundheitsministerium zugunsten einer privatwirtschaftlich geöffneten und damit Gewinninteressen befürwortenden Prüfbeauftragung verdrängt. Also konkret wird gefordert, künftig die Prüfung im Bundesbereich durch das Bundesgesundheitsministerium mit Hilfe externer Beratungsleistungen durch Prüf- und Dienstleistungsunternehmen zu ermöglichen. Diese mit Einbeziehung von Wirtschaftsprüfern bedeutet in diesem Kontext nichts anderes als einen neuerlichen Versuch, jeden Beratungsunternehmen Milliardenumsätze im öffentlichen Sektor, im Krankenkassenbereich als neues Geschäftsfeld zu erschließen, die bereits in anderen Politikfeldern einen ergiebigen Absatzmarkt entdeckt haben. Dieser Ansatz schwächt insgesamt die bestehenden öffentlich-rechtlichen Verwaltungsstrukturen, indem ihnen der Aufbau eigener Prüf- und Fachkapazitäten zugunsten großer Dienstleistungskonzerne versagt wird. Zudem steht dabei für uns so ein bisschen mit dabei die Frage, was denn die langfristigen Folgen sind, also ob dadurch Abhängigkeiten öffentlich-rechtlicher Träger durch diese verantwortungsbezogene Auslagerung und daran gehängt natürlich auch die Frage von Kompetenzverlusten langfristig im Raum stünden. Also um das zusammenzufassen, in einem solidarischen und an den Bedarfen der Versicherten orientierten Gesundheitssystem, das nicht zuvorderst auf Renditemaximierungsprinzipien oder die Förderung privatwirtschaftlicher Interesseneintragungen ausgerichtet ist, hat solch eine Regelung unserer Meinung nach keinen Platz. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Moll. Ja, vielen Dank. Und zwar geht meine Frage an den DGB und BDA, Thema Flexirente. Und zwar folgende Frage. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Krankenkassenbezieher einer Teilrente in bestimmten Fällen auffordern können, einen Antrag auf Vollrente zu stellen. Ist dies ein Vorteil für die Beschäftigten und entlastet das Arbeitgeber, Krankenkassen und Rentenversicherungsträger? Und gibt es andere Lösungsvorschläge? Herr Spiller, Sie haben wieder das Wort. Ja, vielen Dank.
Also ein Vorteil für die Beschäftigten ist das aus unserer Sicht überhaupt nicht, im Gegenteil. In dieser Situation bedeutet es in erster Linie einen großen Nachteil oder eine große Belastung für die Versicherten und die Beschäftigten. Gegenwärtig ist es so, dass diese neben ihrer Altersrente mehr als 6.300 Euro im Jahr hinzuverdienen dürfen. Wenn sie erkranken, bekommen sie nach der Lohnfortzahlung erstmal Krankengeld. Aufgrund des komplexen Hinzuverdienstrechts, das werde ich jetzt hier nicht in aller Tiefe ausführen, kann das Krankengeld aber rückwirkend entfallen. Sie bekommen zwar eine Nachzahlung für die Rente, die ist aber mit zusätzlichen Abschlägen behaftet und wird mit dem gezahlten Krankengeld aufgerechnet, sodass Sie tatsächlich keine Nachzahlung bekommen. Darüber gezahltes Krankengeld dürfen die Versicherten immerhin behalten. Obwohl die Beschäftigten also einen wesentlichen Anteil ihres Einkommens aus Lohn bestreiten und den regulären Beitrag zum Krankengeld zahlen, verlieren sie über diese Bande ihren Krankengeldanspruch. Sie verlieren also, auch wenn es etwas paradox klingt, ihr Krankengeld faktisch gerade, weil sie erkrankt sind. Der Gesetzentwurf will das nun noch verschlimmern. Das Krankengeld soll nicht erst rückwirkend entfallen, sondern möglichst schon während der Erkrankung eingestellt werden. Die Beschäftigten sollen statt Krankengeld eben ihre Rente ganz in Anspruch nehmen, mitsamt den Abschlägen darauf. Zugespitzt bedeutet das Zusammenspiel aus Rentenrecht und Krankengeld, weil die Versicherten krank sind, darf die Krankenkasse ihnen das Krankengeld streichen lassen. Das ist nicht akzeptabel für uns. Sie haben immer ihren vollen Beitrag zur Krankenkasse als Versicherte gezahlt und sollen nun dafür keine Leistung bekommen. Außerdem bedeutet der Vorschlag, anders als in der Gesetzesbegründung behauptet, für die Arbeitgeber, Krankenkassen und Rentenversicherungsträger nicht weniger, sondern mehr Bürokratie. Ich würde das gerne ganz kurz noch ausführen. Die Krankenkasse muss bei jeder Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit prüfen, ob eine neue Prognose erstmal Sinn ergibt. Je höher der Zuverdienst, desto später ist dies der Fall, oft erst im November oder Dezember. Dann muss sie die Aufforderung an den Versicherten versenden. Dieser muss innerhalb von 4 Wochen einen Antrag auf erneute Prognose bei der Rentenversicherung stellen. Die Rentenversicherung muss den Antrag dann prüfen und einen Bescheid erteilen und den an den Versicherten senden. Sollte eine Vollrente ab dem Antragsmonat bewilligt werden, muss der Arbeitgeber die Abrechnung abändern. Aufgrund dieses Zeitbedarfs, der, wie Sie sich schon vorstellen können, ziemlich umfänglich ist, ist der Antragsmonat und gegebenenfalls sogar ein weiterer Monat bereits beendet, sodass der Arbeitgeber regelmäßig 1 oder 2 vergangene Kalendermonate neu abrechnen muss. Die Rentenversicherung zahlt nachträglich einen zusätzlichen Teil der Rente aus. Der Arbeitgeber fordert Beiträge von der Krankenversicherung zurück. Zahlt der Arbeitgeber einen Krankengeldzuschuss, endet dieser und kann für die betroffenen Monate zurückgefordert werden. Als Gegenvorschlag ist es aus unserer Sicht so, dass es das Ziel sein muss, dass die Versicherten vor der Regelaltersgrenze vollen Anspruch auf Krankengeld haben und diesen nicht von Amts wegen gestrichen bekommen, nur weil sie auch eine Rente beziehen. Das wäre machbar, indem das Krankengeld zum Beispiel unabhängig davon gezahlt wird, ob eine volle Rente gezahlt wird oder nicht. Aus unserer Sicht sollte daher die nun vorgesehenen Änderungen hier in diesem Verfahren gestrichen werden. Ich würde es dabei erstmal belassen. Vielen Dank. Jetzt antwortet Frau Thomas vom BDA. Ja, Thomas, BDA. Auch wir halten die aktuelle Regelung für sehr bürokratisch und aufwendig. Das hat der DGB gerade ausführlich beschrieben. Wir würden es als bessere Lösung empfinden, wenn bei der Zahlung von Krankengeld das dem Krankengeld zugrunde liegende Bemessungsentgelt als Hinzuverdienst berücksichtigt werden würde. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich noch einmal an den DGB. Der GKV-Spitzenverband hat einen Abschlussbericht des Modellvorhabens gemäß § 125 Absatz 2 SGB 11 zur Erprobung der Leistungen der häuslichen Betreuung durch Betreuungsdienste vorgelegt. Wie bewerten Sie Durchführung und Ergebnisse dieses Modellvorhabens im Hinblick auf die regelhafte Zulassung von Betreuungsdiensten? Herr Spiller, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff zielt ja darauf ab, das verrichtungsbezogene Pflegeverständnis zu überwinden. Deshalb
wurde mit der Einführung der pflegerischen Betreuungsmaßnahmen im SGB IX auch ein ganzheitlicher Leistungsansatz eingeführt. Mit den im Gesetzesentwurf skizzierten eigenständigen Betreuungsdiensten, die sich ausschließlich auf Betreuungsmaßnahmen und gegebenenfalls hauswirtschaftliche Unterstützungsleistungen konzentrieren, wird dieser ganzheitliche Pflegebegriff jedoch wieder in Frage gestellt. Pflege darf aus unserer Sicht nicht wieder in verrichtungsbezogene körperliche Pflegemaßnahmen auf der einen Seite und Betreuungsmaßnahmen auf der anderen Seite unterteilt werden. Deshalb kann eine Forderung nach einem ganzheitlichen, teilhabeorientierten Pflegeverständnis im Sinne von fachlich gesicherter, ganzheitlicher Leistungserbringung durch ambulante Pflegedienste aus gewerkschaftlicher Sicht voll unterstützt werden. Vielen Dank, Frau Dittmar. Ja, danke schön. Meine Frage richtet sich an den GBA und betrifft den Paragraphen 137h. Der Gesetzentwurf versucht ja, die Nutzenbewertung von Hochrisikomedizinprodukten gängig zu machen. Sehen Sie diese Notwendigkeit und wie bewerten Sie die Regelungen im Gesetzentwurf und was sind Ihre Vorschläge? Herr Professor Hecken. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für diese Frage. Es ist ganz wichtig, dass der Versuch unternommen wird, den 137h gängig zu machen, denn er hat in den vergangenen 4 Jahren nicht funktioniert. Ich möchte ungern Herrn von Stackelberg widersprechen, der eben gesagt hat, es muss unser gemeinsames Anliegen sein, Patientengefährdungen zu vermeiden. Selbstverständlich ist das unser gemeinsames Anliegen. Wir wollen auch Patienten nicht zu Versuchskaninchen machen, aber wir haben im Rahmen des 137h in den vergangenen 4 Jahren insgesamt 10 Anträge gehabt und von diesen 10 Anträgen sind 8 einer Bewertung unterzogen worden, weil sie diese Kriterien erfüllt haben. Von diesen Anträgen haben sich allein 7 auf eine Methode zur Anwendung des hochfokussierten Ultraschalls bei diversen onkologischen Erkrankungen bezogen. 2 sind im ersten Anlauf positiv bewertet worden, 2 sind abgelehnt worden, weil eben das Potenzial noch nicht positiv gegeben war. Im Nachhinein ist es dann doch noch zu einer positiven Bewertung gekommen. Das heißt, ein gigantischer Verfahrensaufwand mit einem relativ bescheidenen Ertrag, der vor allen Dingen das Hauptproblem nicht löst. Das Hauptproblem ist nämlich dasjenige, dass hier nur diejenigen verfahren, die entgeltrechtlich über einen NUP-Antrag in die Versorgung kommen, in die Bewertung einbezogen werden, während maximalinvasive und möglicherweise auch auf neuen Konzepten beruhende Medizinprodukte, die über das klassische DRG-System in die Versorgung implementiert werden, gar nicht bewertet werden. Deshalb der Vorschlag der unparteiischen Mitglieder des gemeinsamen Bundesausschusses über das, was mit richtiger Intention vom Gesetzgeber jetzt hier vorgesehen ist, darüber hinausgehend zu sagen, wir setzen dieses sehr komplexe Verfahren nach § 137h bis zum Inkrafttreten, zum vollständigen Inkrafttreten der EU-Konformitätsbewertungsrichtlinie aus, die ja wesentlich strengere Anforderungen an die Zulassung, an die Überwachung der Zulassung, das ist ja dann mehr als eine klassische CE-Zertifizierung von Medizinprodukten stellt und diskutieren dann darüber, wenn diese Richtlinien dann eben Geltung beanspruchen, was an Anforderungen definiert werden kann, um den Potenzialbegriff zu erfüllen, der heute regelhaft nicht erfüllt werden kann. Letzte Bemerkung dazu. Was die Patientengefährdung angeht, es geht ja hier um die Anwendung von neuen Methoden im Krankenhaus. Wir haben 40 Jahre mit dem Verbotsvorbehalt im Krankenhaus gelebt, ohne dass wir, glaube ich, ernsthaft davon sprechen können, dass es hier zu systematischen Gefährdungen des Patientenwohles gekommen ist. Die entscheidende Frage, die jetzt hier für uns im Raum steht, macht es Sinn, für einen Übergangszeitraum bis 2021, bis die Konformitätsrichtlinie in Kraft tritt, das alte, nicht funktionierende Verfahren durch ein neues, komplexes Verfahren zu ersetzen. Dann setzen wir 4 neue Studien auf und sagen dann in 2 Jahren, bevor diese Studien abgeschlossen sind, Echi-Bechi, das war hübsch, dass wir sie gemacht haben, aber wir brauchen sie nicht mehr, weil die Konformitätsrichtlinie andere Anforderungen stellt. Deshalb hier aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Frage ist,
Muss man es jetzt tun oder kann man nicht das Risiko eingehen, wobei Risiko eben nochmal reflektiert werden soll auf die Zahl der Verfahren, die ich eben genannt habe, kann man nicht das Risiko eingehen zu sagen, wir warten bis zum Inkrafttreten und diskutieren dann auf einer europarechtlich belastbaren Bewertungsbasis. Vielen Dank. Bettina Müller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Bundesverband Medizinischer Versorgungszentren. Bitte um eine kurze und komprimierte Antwort. Der Gesetzesentwurf sieht ja vor, dass angestellte Ärzte in einem MVZ Gesellschafteranteile und damit die Gründereigenschaft erst übernehmen können, wenn alle ursprünglichen Gründer zum Beispiel aus Altersgründen ausgeschieden sind. Wie beurteilen Sie diese Regelung und gibt es aus Ihrer Sicht weitergehende Vorschläge? Die Qualität der Antwort muss nicht unter der Zeit leiden. Wir haben ja noch eine zweite Runde, dann könnten wir das ausgleichen. Vielen Dank, ich fühle mich doppelt herausgefordert. Das Problem, was wir bei der Gründung von MVZ 2004 nicht bedacht wurde, ist, dass die Lebenserwartung von Vertragsärzten auch nicht unendlich ist. Das heißt, wir haben bisher keine Nachfolgeregelung von Angestellten in einem MVZ, wenn der Vertragsarzt ausscheidet. Das heißt, das MVZ schließt dann. Oder, und das in der Heuschreckendiskussion, das gesamte MVZ müsste von einem anderen MVZ gekauft werden. Das ist, glaube ich, beides nicht das, was man unbedingt haben möchte. Deswegen ist es dringend erforderlich, Nachfolgeregelungen von Angestellten für ihr MVZ so zu schaffen, dass die Versorgungssicherheit weiterhin gehen kann und dass das Modell MVZ nicht an der Lebenserwartung der Vertragsärzte, die ja immerhin die überwiegende Zahl der MVZs führen, dann ausscheidet. Also diese Nachfolgeregelung ist dringend notwendig, wenn wir kein anderes Wunder auf dieser Welt erwarten können. Vielen Dank. Wir haben den ersten Teil unserer Anhörung geschafft. Wir haben uns jetzt redlich die 5 Minuten Pause verdient und dann starten wir in den zweiten Teil.
So, ich darf alle bitten, sich wieder hinzusetzen, damit wir in die zweite Runde starten können und damit der Kollege Michael Henrich seine Frage stellen darf. Geht's los? Ja. Ja, also ich würde raten, anzufangen. Gut, ich habe noch eine Frage an den GKV-Spitzenverband Bund und an den Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Es geht noch um das Thema Impfstoffe. Mich würde interessieren, wie Sie die Neuregelung zum Thema Referenzpreise und Rabatte bewerten. Die Frage beantwortet Herr von Stackelberg. Ja, in aller Kürze kann man so machen. Ich rate bloß, wenn Sie den Herstellerabschlag von Erfahrung des Herstellerabschlags, dass Sie, wenn Sie das so vorgehen, ein Preismoratorium bei Impfstoffen auch vorsehen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil Impfstoffe ja jedes Jahr neu vorgelegt werden. Ich will jetzt Ihre Anhörungszeit nicht über Gebühr strapazieren, verweise auf unsere Stellungnahme und sage, das geht mit dem Preismoratorium. Insofern verbunden mit dem Preismoratorium wäre das aus unserer Sicht vollkommen in Ordnung. Das Wort hat jetzt der BDI, Herr Dr. Joachimsen. Ja, vielen Dank, Herr Henrich, für die Frage. Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, Kai Joachimsen. Wir sehen das überraschenderweise nicht ganz so. Will der Gesetzgeber die Impfstoffversorgung der Menschen in Deutschland sicherstellen, dann müssen die Impfstoffe aller Hersteller zur Verfügung stehen. Soweit ist das, glaube ich, richtig auch erkannt worden. Gleichzeitig aber sollen nun Impfstoffe mit einem zusätzlichen Zwangsrabatt belegt werden und das eben ohne die Sicherheit, dass die Einsparungen für Impfprogramme aufgewendet werden. Für Schutzimpfungen zahlen die gesetzlichen Krankenkassen bereits seit 2011 nur noch den europäischen Durchschnittspreis. Und die GKV-Ausgaben für Impfungen sind dementsprechend seit Jahren konstant und das schließt Neueinführungen und Innovationen ausdrücklich mit ein. Wenn die Impfstoffversorgung auf sicheren Füßen stehen soll, dann müssen pharmazeutische Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen in Deutschland vorfinden für diese sehr aufwendige und risikoreiche Produktion von Impfstoffen. Einen passenden Impfstoff für Millionen von Menschen herzustellen, das ist alles andere als trivial. Der Herstellungsprozess ist kompliziert, er ist langwierig. Es dauert bis zu 2 Jahre Vorlaufzeit, bis die Herstellung eines Vierfachimpfstoffes erfolgen kann. Angesichts dessen und dann noch potenziert durch den Faktor globaler Wettbewerb, wenige Anbieter, begrenzte Produktionskapazitäten und dem weltweit ja steigenden Bedarf an Impfstoffen ist eine Mehrfachrabattierung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, von Impfstoffen versorgungspolitisch äußerst riskant. Festpreisvereinbarungen und andere Rabattvertragsmodelle wie insbesondere auch Open-House-Verträge für Impfstoffe müssen deshalb abgeschafft werden. Es braucht hier klare gesetzliche Vorgaben, die die Impfstoffversorgung eindeutig regelt. Und wenn der Gesetzgeber die Impfstoffversorgung und die Gesundheitsvorsorge der Menschen sicherstellen will, dann müssen die Krankenkassen zudem endlich verpflichtet werden, die Einsparungen aus den Impfstoffabschlägen in Impfprogramme zu investieren. Abrechnungsdaten der kassenärztlichen Vereinigungen zeigen, dass sich in der Saison 2016-2017 nur knapp 35% der Personen ab 60 Jahren impfen ließen, Tendenz rückläufig. Die Zielgrippeimpfrate der WHO liegt bei 75% bei Personen über 65 Jahre Lebensalter und diese wird in Deutschland damit ganz erheblich unterschritten. Die verheerende letzte Grippesaison mit 5,3 Millionen AU-Fällen, über 60.000 Hospitalisierungen, über 1.000 Todesopfern allein in Berlin hat gezeigt, dass die Menschen in Deutschland zur Prävention angehalten werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. So, und jetzt sind wir beim Themenblock Heilmittelerbringer. Und da bitte ich den Herrn Professor Greiner, uns etwas dazu zu sagen, ob Sie den Änderungsantrag für geeignet halten, die Situation der Heilmittelerbringer nachhaltig zu verbessern. Herr Professor Greiner. Ja, vielen Dank, Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld. Vielen Dank, Frau Mark, für die Frage. Wir haben uns mit diesem Themenkomplex ebenfalls im letzten Sachverständigenratsgutachten beschäftigt. Bisher ist es ja so, dass die Ärzte entscheiden über die Art und Länge der physiotherapeutischen Behandlung. Das ist schon seit längerem
wird das diskutiert, auch vor dem Hintergrund eines neuen Professionenmix, dass wir also ja im Grunde genommen vielfach auch diskutiert wird, dass Verantwortung auch von anderen medizinnahen Berufen übernommen werden soll, einerseits angesichts der Situation im ärztlichen Bereich, aber eben auch als Attraktivitätssteigerung für diese Berufe, also hier für die Physiotherapeuten. Insgesamt ist es so, dass der Gesetzgeber da ja auch nicht untätig war. 2008 sind schon Modellversuche entsprechend zugelassen worden im Gesetz in § 63 und relativ kurzfristig auch im HHVG 2017 eine Vorschrift, dass die Krankenkassen solche Modellvorhaben durchführen sollen. Seitdem ist nicht so ganz viel passiert. Wir haben die entsprechende Evidenz versucht zu screenen. Wir sind da auf zwei entsprechende Evaluationen gekommen, die durchaus von einer höheren Zufriedenheit ausgehen der Behandelten, allerdings auch von mengenmäßig mehr Behandlung und längeren Behandlungsdauer, auch höheren Kosten dementsprechend, aber auch gegebenenfalls einer höheren Nachhaltigkeit. Insgesamt muss man sagen, dass die Evidenz, also wer das genauer nachlesen will, ist im Gutachten etwas ausführlicher berichtet, als ich das hier kann. Insgesamt ist die Evidenz noch eher dünn. Im Grunde kommt also dieser Beschluss etwas früh, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, dass diese Blanko-Verordnung, wie sie jetzt dort vorgesehen ist, im Grunde nur etwas nachvollzieht, was sich in der Praxis vielleicht auch schon niedergeschlagen hat, nämlich, dass wenn ärztlicherseits eine Therapie vorgeschlagen wird, die von der Physiotherapeutenseite als nicht angemessen angenommen wird, dann tauscht man sich ohnehin aus. Zum Teil anekdotisch, das kann man natürlich nicht messen, wird auch gesagt, dass dann eben entsprechend anders therapiert wird. Da ist das schon besser, das auf diese Weise zu machen. Allerdings sollte man dann, wenn man es macht, auch eine strenge Evaluierung mit vorsehen. Das habe ich jetzt hier nicht so entdecken können. Also zur Wirksamkeit, Kosten, auch Nachhaltigkeit und Akzeptanz. Und was die Bedeutung der Qualifikation der Leistungserbringer angeht, also insbesondere, ob dann akademischer Hintergrund was bringt oder nicht. Noch ganz kurz zur Honorierung. Da ist ja ein bundeseinheitlicher Preis vorgesehen mit entsprechenden regionalen Zuschlägen verhandlungsseitig. Da haben wir bei den Krankenhäusern einen Vorschlag gemacht, den ich hier vielleicht mal einbringen würde. Wir haben gesagt, die Verhandlungslösung bei den Krankenhäusern auf regionaler, also auf Bundeslandsebene, ist vielleicht nicht ganz so effizient. Man sollte überlegen, ob man hier einfach mit Preisindizes arbeitet, um das Ganze etwas abzukürzen. Das würde entsprechend Aufwand sparen und letztlich dem eigentlichen Sinn der ganzen Maßnahme, nämlich regionalen Besonderheiten im Preisniveau, im Grunde genommen auch entsprechen und vermutlich exakter, als das durch die Verhandlungslösung möglich ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage richtet sich an den VPT. Die Prüfung der Rezepte ist Aufgabe der Therapiepraxen. Wie ist dies aus Ihrer Sicht zu bewerten? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich dadurch? Herr Kellermann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Karl-Heinz Kellermann vom Verband Physikalische Therapie. Die Problematik der Rezeptprüfung, die uns auferlegt wurde als Physiotherapeuten, stellt in der täglichen Praxis für uns ein großes Problem dar, weil auch die Einführung der Software in den Arztpraxen nicht zu einer Lösung des Problems geführt hat. Das heißt, wir haben heute immer noch fehlerhaft ausgestellte Heilmittelverordnungen von Ärzten und sind dann gezwungen oder verpflichtet, diese korrigieren zu lassen. Das heißt, wir müssen sie prüfen, die Heilmittelverordnung. Wir müssen entweder selbst zum Arzt zurückfahren, um die Heilmittelverordnung korrigieren zu lassen, oder wir müssen auch den Patienten wieder zum Arzt zurückschicken. Und das führt zu einem großen Verärgernis der Patienten. Natürlich ist auch der Arzt nicht sehr erfreut darüber, wenn er am Tag von 5 bis 10 Physiotherapeuten kontaktiert wird, um das Rezept wieder zu korrigieren. Also hier gibt es noch einen sehr, sehr großen Korrekturbedarf. Hier muss nachgebessert werden in der Software in den Arztpraxen, damit zukünftig diese Falscherstellungen oder fehlerhaften Ausstellungen der Heilmittelverordnung verhindert werden kann. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Dr. Roy Kühne.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an die IFK. Die angestrebte Überführung der Modellvorhaben der Blanke-Verordnung in die Regelversorgung ist ein weitreichender Schritt. Gibt es aus Ihrer Sicht darüber hinausgehenden Änderungsbedarf, der die Versorgung der Versicherten mit therapeutischen Maßnahmen schneller und effizienter machen würde? Ich denke da primär an internationale Maßstäbe. Vielen Dank für die Frage, Herr Frau Rebschläger. Ja. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kühne, für die Frage, insbesondere, weil ich Herrn Dr. Greiner dann widersprechen kann und muss. Erstmal danke, dass Sie sich einsetzen für uns mit diesem Gesetz. Sie haben erkannt, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir die Attraktivität des Berufes steigern müssen, und zwar im Sinne von mehr Autonomie und finanziell. Und Herr Dr. Kühner, Sie haben recht, es gibt international gute Studien zum Thema Direktzugang, die beweisen, dass Patienten schneller zum Arzt kommen, dass die Versorgung Kosten einspart über den Direct Access. Und wenn ich jetzt auf Herrn Greiner zu sprechen komme, wir haben ja nach den Möglichkeiten, die es gab, schon ein Modellprojekt zusammen mit der BIC zusammen durchgeführt, evaluiert von der Zürcher Hochschule in der Schweiz. Und diese Studie befasste sich mit einem Modell, das der Blanco-Verordnung von heute entspricht. Diese Studie hat eine Evidenz von 1b, ist eine multizentrische, randomisierte Interventionsstudie mit Kontrollgruppe gewesen und hat ganz klar gezeigt, dass es zu keiner Kostenausweitung kam, dass die Physiotherapeuten verantwortlich mit ihrer Autonomie umgegangen sind. Im Gegenteil, sie haben Heilmittel wirklich individuell eingesetzt und dadurch wurden Patienten schneller wieder fit. So aufbauend darauf könnte man gut weitere Studien durchführen zum Thema Direktzugang. Das wäre sehr sinnvoll. Das erachtet die BIC für sinnvoll, das erachten wir für sinnvoll, das erachten andere Heilmittelerbringer für sinnvoll. Man könnte darauf aufbauen. In der Studie wurde schon ein Simulationsmodell gefahren, in dem 50% der Patienten ausfindig gemacht wurden, die für den Direct Access interessant sind. Also warum jetzt nicht diesen Schritt wagen? Und wir denken da an Studien, in denen drei Stränge geprüft werden. Man kann die konventionelle Therapie der Blanco-Verordnung und dem Direktzugang gegenüberstellen. Das wäre sinnvoll. Vielen Dank. Roy Kühne hat noch eine Frage. Ja, danke, Herr Vorsitzender, erneut. Die Frage geht an den ZVK. Die therapeutischen Berufe sind derzeit für den Einbehalt der durch die Versicherten zu tragenden Selbstkostenanteile zuständig. Wie bewerten Sie den damit verbundenen bürokratischen Mehraufwand und sehen Sie Alternativen? Frau Rettlein, Sie haben das Wort. Rädlein, Deutscher Verband für Physiotherapie. Ja, die Zuzahlung, die der Patient derzeit noch in unseren Praxen leisten muss, ist natürlich mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Und wir würden uns wünschen, dass ähnlich wie es auch in den Arztpraxen wieder zurückgenommen wurde, die Krankenkassen dafür zuständig sind, die Zuzahlung einzuziehen beim Patienten. Wir haben ständige Problematiken auch in Kombination mit falsch ausgestellten Rezepten, die bei der Rezeptprüfung hinterher zur Absetzung bei den Krankenkassen führen, dann wieder zur Rückrechnung der Zuzahlung bei den Patienten führen. Und das ist ein bürokratisches Monster, was sehr viel Zeit der Therapeuten in Anspruch nimmt, die hier derzeit nicht vergütet sind. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an den GKV-Spitzenverband Bund. Inwieweit könnten aus Ihrer Sicht regionale Besonderheiten, beispielsweise die Kosten für die Miete einer Praxis, in den vorgesehenen Verträgen zur Heilmittelversorgung entweder auf Bundesebene oder eventuell auf regionaler Ebene berücksichtigt werden? Herr von Stackelberg. Herr Abgeordneter, ich fürchte, mit der Zentralisierung haben Sie das jetzt im Gesetzentwurf ein bisschen übertrieben. Sie haben auch nicht für alle Landesparlamentarier bundeseinheitliche Vergütung. Das macht doch seinen Sinn. Das wird keiner auf die Idee kommen. Mein Gott. Und wir haben doch die Erfahrung mit den Ärzten, dass wir mal vor 10 Jahren, als wir das neu kalibriert hatten, bundeseinheitliche Preise, und dann haben wir gesagt, nee, es ist schon sinnvoll, dass die Regionen zum Sprechen kommen. Und das ist es jetzt wirklich sehr ernst, ist es auch wirklich. Das wissen Sie, dass in Baden-Württemberg andere Mietpreise gelten als in Mecklenburg-Vorpommern. Das kann man nicht immer so punktgenau steuern. Da ist natürlich zwischen Schwäbischer Alb und Stuttgart auch ein Unterschied, aber generell zwischen Ländern und bei den Stadtstaaten erst recht. Ich bitte Sie herzlich, aus den Erfahrungen, die wir in anderen Bereichen haben, hier jetzt nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Auf der Bundesebene ist es sinnvoll, dass die Bundesebene das macht,
eine Vergütungsordnung, wie wir sie im Krankenhausbereich, wie wir sie im ärztlichen, im zahnärztlichen Bereich haben, wo die Leistungen untereinander in der Relation bewertet werden und dann die Landesebene mit der Multiplikation ihren jeweiligen Landesspezifika Rechnung tragen können. Das ist ein bewährtes System in anderen Bereichen. Und ich bitte Sie wirklich ganz, ganz ernsthaft und herzlich. Sie wissen, wenn ich Spaß mache, sage ich schon, das merken Sie schon. Hier ist mit diesem Vorschlag, tragen Sie regionalen Gegebenheiten Rechnung. Und das können Sie. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Alexander Kraus. Ich würde gern an den Bundesverband der Ergotherapeuten die Frage stellen. Wir haben ja eine Regelung drin, was das Thema Barrierefreiheit betrifft. Mich würde mal interessieren, können Sie sicherstellen, oder welche Auswirkungen, glauben Sie, wird es haben, wenn man einen Vertrag dann beitritt und Barrierefreiheit eingefordert wird bei den Praxen insgesamt? Können das alle erfüllen? Gibt es manche, die das vielleicht nicht erfüllen können? Also wie stufen Sie die Praktikabilität einer solchen Regelung ein? Vielen Dank für die Frage. Wobei es sinnvoll ist, den Vorsitzenden anzusehen, die Frage zu stellen, und der spiegelt das dann an den Sachverständigen weiter. Das ist der Sitzordnung geschuldet, aber man sollte ins Mikrofon reden, damit alle das verstehen. Frau Donner, Sie haben das Wort. Ich muss kurz mal Frau Kunert vom Deutschen Verband der Ergotherapeuten fragen, ob in ihrer Stellungnahme zur Barrierefreiheit ausgeführt worden ist. Okay, gut, weil dann übernehme ich die Frage herzlich gerne. Sind Sie so freundlich, aufgrund dieser Verwirrung noch mal kurz die Frage zu wiederholen? Dann gehe ich auch gerne darauf ein. Jetzt gucke ich den Vorsitzenden. Alexander Kraus hat die Möglichkeit zur Wiederholung. Er fragt nochmal, also wir haben ja die Möglichkeit dann, dass man dem Vertrag beitritt, wenn man jetzt zum Beispiel auch Ergotherapeut ist und die Anforderungen werden etwas geringer sein, als man das bislang mit der Zulassung hat. Aber ein Punkt, der erwähnt wird, ist die Barrierefreiheit dann der Praxis. Mich würde interessieren, gibt es da ein Praktikabilitätsproblem, dass Sie sagen, es gibt Ergotherapeuten, die haben vielleicht jetzt eine Praxis, die sehr altertümlich ist, die dann Probleme hätten, wirklich zu sagen, wir sind barrierefrei, oder ist das vollkommen unproblematisch? Und die Frage geht an den Bundesverband oder an den Deutscher Verband? Oder an beide? Also das eine ist der Bundesverband für Ergotherapeuten. Wir haben uns auf den Bundesverband geeinigt. Gut. Frau Donner. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Jetzt weiß auch jeder meinen Namen. Christine Donner, Bundesverband für Ergotherapeuten. Herzlichen Dank für die Fragestellung. Die Landesbauordnungen geben ja letzten Endes in jedem einzelnen Bundesland schon vor, dass eine Barrierefreiheit notwendig ist. In der Praxis führt das tatsächlich zu Schwierigkeiten und Problemen. Und man muss immer auf den Passus verweisen innerhalb der Landesbauordnungen, wenn der Aufwand den Ertrag nicht widerspiegelt, dann darf ein Ingenieur oder ein Architekt darauf verweisen, das bestätigen, und dann genehmigt auch das Gesundheitsamt vor Ort. Das heißt, es gibt in der Praxis tatsächlich schon Schwierigkeiten, wenn man jetzt das ins Gesetz verankern würde. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, jetzt nochmal weg von den Heilmitteln. Eine Frage an die Bundesärztekammer. Im Gesetzentwurf ist auch die Erweiterung des Leistungsanspruchs auf künstliche Befruchtung und die Kryokonservierung von Keimzellgewebe, Ei- und Samenzellen vorgesehen, wenn eine keimzellschädigende Behandlung, zum Beispiel bei Krebs, aber auch bei anderen Erkrankungen, einen Fertilitätsverlust herbeiführen kann. Wie ist diese Regelung zu beurteilen? Herr Professor Dr. Montgomery, Sie haben das Wort. Ja, Montgomery, Bundesärztekammer, vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen diese Regelung, weil sie unterstützt Patientinnen und Patienten, die sich wegen einer Erkrankung der Durchführung einer keimzellschädigenden Therapie unterziehen müssen und dann vorausschauend mit Blick auf einen möglichen Kinderwunsch vorsorgen wollen. Auch dass die ansonsten für die Kostenübernahme von Verfahren der assistierten Reproduktion geltende untere Altersgrenze von 25 Jahren bei diesen Fällen keine Anwendung findet, halten wir von Seiten der Ärzteschaft im Interesse der betroffenen Patientinnen und Patienten für eine sehr sinnvolle Regelung, die wir begrüßen. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Karin Mark.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Spitzenverband der Heilmittelerbringer und zwar dergestalt, ob Sie uns tatsächlich auch Zahlen nennen können, wie oft es denn zur Retaxierung von Heilmittelleistungen kommt. Vielen Dank. Dann darf ich Herrn Esser das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Mark. Heinz Esser, Spitzenverband der Heilmittelverbände. Wenn Sie das im ganz engen Begrifflichen sehen, der Frage, wie viel Prozent der Verordnungen werden von Krankenkassen wertmäßig abgesetzt, dann sind das ungefähr 3-3,5%. Davor liegt aber ein erheblich höherer Aufwand, um überhaupt die Rezepte, die in der Arztpraxis, wie eben schon mal dargestellt wurde, fehlerhaft ausgestellt wurden, überhaupt ordnungsgemäß zu machen. Dann ist zunächst, wenn die Praxis das sofort entdeckt, der Kontakt zum Arzt. Manche werden dann erst als fehlerhaft entdeckt, wenn es zur Abrechnung durch ein Abrechnungszentrum kommt. Da wird noch versucht zu retten, was zu retten ist. Jedenfalls kurz können Sie davon ausgehen, dass 10-12% der Verordnungen fehlerhaft behaftet sind und die Vergütung gefährden und etwa 3-3,5% werden wertmäßig abgesetzt. Vielen Dank. Kommt noch eine kurze Frage, wahrscheinlich an Frau Dr. Fix oder Herrn Professor Montgomery. Gerne. Ne? Die Bundesärztekammer kurz fragen, wie sie die Etablierung der Blanco-Verordnung bewertet. Herr Professor Montgomery, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Grundsatz befürworten wir das. Man soll es auf bestimmte Indikationen begrenzen. Die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses sollte man weiter beachten. Wir haben zwei Punkte, an denen wir dann doch Vorbehalte haben. Der Arzt muss weiterhin die Möglichkeit haben, natürlich selbst über Art, Dauer, Frequenz einer Therapie zu entscheiden. Also die Blanco-Verordnung ist nur eine Möglichkeit, aber nicht die ausschließliche oder entscheidende. Ein entsprechender Satz findet sich bisher nur in der Gesetzesbegründung. Wir hätten hier wirklich gerne die Klarstellung im Gesetz selber. Und schließlich soll ja ein Katalog erarbeitet werden, an dem die Indikationen einer Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung festgelegt werden sollen. Das soll zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und den Verbänden, die die Interessen der Heilmittelerbringer vertreten, ausgehandelt werden. Hier ist dringend ärztlicher Sachverstand erforderlich und wir raten dazu, die Ärzteschaft hieran in Form der Bundesärztekammer zu beteiligen, weil die müssen Sie schlicht und einfach als Indikationssteller hier mit berücksichtigen. Vielen Dank. Die Zeitüberschreitung halten wir sozusagen im Sinn für den 13. Februar. Und ich darf jetzt das Wort erteilen, Frau Sabine Dittmar von der SPD, für die nächste. Meine Frage geht an den VDEC. Die Änderungsanträge sehen weitreichende Vergütungsverbesserungen für Heilmittelerbringer vor. Für die angestellten Therapeuten sind keine Regelungen über die seinerzeit im Heil- und Hilfsmittelgesetz schon eingeführte Transparenzregelungen hinaus vorgesehen. Was sollte Ihrer Meinung nach ergänzend geregelt werden, damit die Transparenzregelung besser funktioniert und das zusätzliche Geld auch bei den angestellten Therapeuten ankommt? Frau Elsner vom VDEC, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Dittmar, für die Frage. Herr Vorsitzender, es ist tatsächlich so, dass wir schon jetzt eine Transparenzregelung im Gesetz haben, die aber in der Praxis nicht umgesetzt wird. Wir bekommen derzeit keine Daten zu den Entgelten der angestellten Therapeuten. Wir schlagen deshalb vor, dass die jetzige Transparenzregelung ergänzt wird und weiter präzisiert wird, und zwar dergestalt, dass Daten der Meldungen an die Berufsgenossenschaften über die Anzahl der Therapeuten und über die jeweiligen Entgelte dann an den Spitzenverband, GKV-Spitzenverband übermittelt werden, der dann diese Daten dann auch an die Kassenarten und auch insgesamt transparent veröffentlichen kann, sodass wir über diesen Transparenzgedanken es mehr sicherstellen, dass zusätzliche Entgelterhöhungen auch tatsächlich dann bei den angestellten Therapeuten ankommen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband und den Spitzenverband der Heilmittelverbände. Und zwar ist es ja so, dass das Zulassungsverfahren mit dem Gesetzesentwurf künftig durch ein Beitrittsrecht zu dem auf Bundesebene geschlossenen Vertrag nach § 24, 124 neu SGB V ersetzt werden soll. Wie bewerten Sie diese Regelung? Ich erteile das Wort dem Herrn von Stackelberg. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Stackelberg, GKV-Spitzenverband. Wir haben ein funktionierendes Zulassungsverfahren und ehrlich gesagt erschließt mir sich dieses Beitrittsverfahren nicht so ganz der Sinn hinter der Geschichte. Es ist für uns erstmal aufwendig und ich glaube, dass das Zulassungsverfahren als solches funktioniert. Es ist bloß die Frage, wenn ich mir überlege, was könnte dazu geführt haben zu dem Vorschlag, dass man das jemand gesagt hat, ja, warum muss das denn je Kasse eine Zulassung erfolgen? Ja, das ist tatsächlich die Frage. Man kann das vereinheitlichen, über alle Kassenarten hinweg, über alle Kassen hinweg auch. Aber wenn Sie das vereinheitlicht haben, braucht es meiner Meinung nach nicht diese komplizierten Neuregelungen, weil das Zulassungsverfahren als solches funktioniert und kann vor allen Dingen die Begehungen in dem neuen Verfahren sollen ja sowieso durch die regionale Ebene geführt werden. Ich halte es auch nicht für erstrebenswert, dass der GKV-Spitzenverband, der bekanntlich seinen Sitz in Berlin hat, Leistungserbringer im Bayerischen Wald, in München, in Hamburg und in Schleswig-Holstein und auf den Halligen zulässt. Also das halte ich für nicht erstrebenswert. Das glaube ich. Wir haben ja funktionierende Verfahren regional, die arbeiten. Ich sehe da keinen Vorteil in diesen Verfahren. Wir werden nach dem Vorschlag Vertragsregelungen schaffen müssen, da ganz auch vertragslose Zustände geben und sowas. Also ich rate dringend, wenn Sie da was vereinheitlichen wollen, das bestehende Zulassungsverfahren auf ein Zulassungsverfahren je Leistungserbringer und je für alle Kassen zu vereinheitlichen und nicht dieses komplizierte Beitrittsverfahren. Da sehe ich keine Vorteile, weder für die Versicherten noch für die Leistungserbringer. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Esser vom Spitzenverband der Heilmittelverbände. Ja, ich will das gerne ergänzen. Aus der Praxis vor Ort, Herr von Stackelberg, kann ich nicht bestätigen, dass das Zulassungsverfahren so läuft, wie Sie es hier ansprechen. Deshalb wird ja hier eine Änderung gewünscht. Wir sind uns einig, zunächst einmal, dass es Sinn macht, dass nicht 5 verschiedene Kassenverbände das Zulassungsverfahren betreiben. Klar. Es muss von uns aus auch nicht notwendig beim GKV-Spitzenverband aufgehängt sein, solange es bei einer Kasse im Auftrag für alle Kassen angesiedelt wird. Wichtig für uns ist auch, dass wir per Vertrag die Zulassungsregeln demnächst festlegen und dass die uns nicht qua Verordnung vorgegeben werden, wie das bisher der Fall ist. Da war viel Bürokratie mit dabei, die mühsam bis zum BSG dann beklagt werden musste. Sie kennen diese Fälle. Unser Gedanke ist allerdings auch, von dem Beitrittsverfahren in ein vereinfachtes Zulassungsverfahren zu gehen, weil es unseres Erachtens den Antragsteller, also den, der die Praxis eröffnet, mehr schützt, wenn er am Anfang das Verfahren durchlaufen hat, dann seine Zulassung qua Verwaltungsakt hat, dann ist er geschützt und da kann nicht nach 7 Jahren jemand kommen und sagen, ach, eigentlich haben wir uns damals geirrt. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Stamm-Fiebig. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Spitzenverband der Heilmittelverbände und an den Deutschen Bundesverband für Logopädie. Um die regional- und kassenspezifisch unterschiedlichen Preise für Heilmittelleistungen schrittweise anzupassen und das Preisniveau insgesamt anzuheben, hat der Bundesgesetzgeber in der vergangenen Legislaturperiode verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die Vergütungserhöhungen müssten, so auch die Krankenkassen, inzwischen in der Versorgung angekommen sein.
und haben die genannten Gesetze zur Vergütungssteigerung geführt. Vielen Dank, Herr Esser. In der Tat haben die gesetzgeberischen Maßnahmen für die letzten 3 Jahre bereits deutliche Einkommenszuwächse bewirkt, die die Praxen nach unserer Übersicht auch weitergegeben haben an ihre Mitarbeiter. Das entnehmen wir den Statistiken, die die Bundesanstalt für Arbeit vorlegt. Das entnehmen wir aber auch Auswertungen, die zum Beispiel über die großen Steuerberatergesellschaften möglich sind. Da sind wir ganz offen für jedes Gespräch, auch ganz offen für weitere Klarstellungen im Interesse der Sache. Wenn es jetzt zu einer Vereinheitlichung der Preise zum 1. Mai 2019 auf Bundesebene kommen soll, halten wir es für einen ganz, ganz wichtigen Schritt nach vorne. Wir glauben wirklich, dass die Differenzen, die ja zufällig sind, die ja nichts mit der Kaufkraft in unserer Bundesrepublik zu tun haben, dass diese Unterschiede, die wir noch haben zwischen Ost und West, Nord und Süd, dringend einer Anpassung bedürfen. Es sind dieselben Logopäden, dieselben Ergotherapeuten, dieselben Physiotherapeuten, die da ihre Leistungen in gleicher Qualität erbringen. Das verdient auch eine gleiche Vergütung. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Frau Kahn. Ja, vielen Dank. Ich kann dem eigentlich nicht wahnsinnig viel dazufügen. Wir sehen das ganz genauso. Sowohl das GKV-VSG mit den PUCs hat uns Vorteile beschert, ebenso wie das HHVG eben dank der Aussetzung der Grundlohnsumme. Auch wir sehen in der Verhandlungsführung haben wir seitens der Kassen bisher trotz der Gesetze eben leider nicht große Veränderungen gesehen. Trotz der Einführung von Regelungen zum Schiedsverfahren wurden die Verhandlungen weiterhin verzögert, sodass wir wieder Nullrunden in Kauf nehmen mussten. Und wir haben zum Beispiel erst letzte Woche die letzte Kassenverhandlung abgeschlossen. Wir haben in den Ländern, wie Herr Esser schon gerade sagte, in 3 Stufen circa 10% mehr aushandeln können, also 3 mal 10%. Das klingt erstmal für einen Außenstehenden nach sehr viel Geld. Aber wir sind durch die vielen Nullrunden und durch die Verzögerung in den vergangenen Jahrzehnten auch von einem sehr niedrigen Vergütungsniveau gestartet. Von dem neuen Gesetz erhoffen wir uns einen großen Schritt, der die Patientenversorgung sichert, den Fachkräftemangel entgegenwirkt und die ambulanten Praxen vor dem Aussterben bewahrt. Zur Einführung der Verhandlungen auf Bundesebene begrüßen wir das genauso wie der SHV, dass die zukünftigen Verhandlungen zwischen den maßgeblichen Verbänden und dem GKV-Spitzenverband geführt werden. Wir gehen da auch davon aus, dass es zu deutlichen Verbesserungen bei der Verhandlung kommt. Allein die vielen Außentermine in den jeweiligen Regionen werden wegfallen und das führt zu personellen und auch finanziellen Ressourcenschonungen. Und ferner gehen wir davon aus, dass es mit der Einführung der Verhandlungen auf Bundesebene zu weniger Verzögerungstaktiken und Blockierungen kommen wird und wir da auch weniger Schiedsverfahren zu erwarten haben. Sicherlich wird durch den Paragraphen 124 ein neuer Prozess angestoßen, der für uns alle lernen lässt, aber wir sehen eigentlich sehr positiv in diese Richtung, denn der DBL, der DBS und der DBA, für die beiden Berufsverbände spreche ich auch hier heute, stehen bislang in guter Kooperation mit dem GKV-Spitzenverband. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Mattheis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband Selbstständiger Physiotherapeuten und an den GKV-Spitzenverband. Und ich hätte gerne die Frage beantwortet, wie Sie vor dem Hintergrund, dass Ärztinnen und Ärzte, so steht es ja in der Begründung der Vorschrift im Gesetzentwurf, bei Indikationen, für die künftig die Blankoverordnung möglich ist, in medizinischen begründeten Fällen selbst über Auswahl, Dauer und Frequenz der Therapie entscheiden, wie Sie vor diesem Hintergrund die Regelung im Entwurf zur Herausnahme der Verordnungen aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung dieses bewerten. Vielen Dank. Wir erwarten jetzt eine kurze Antwort von der Frau Rebschläger. Gerne, vielen Dank für die Frage. Also wenn Ärzte im Rahmen
doch in diesem Rahmen doch entscheiden über die Indikation, also nicht nur über die Indikation, sondern auch über die Art und die Frequenz, dann ist das ja nicht mehr Blankoverordnung, dann ist das ja das alte Modell der Versorgung. Also müssen dann die Ärzte auch die komplette wirtschaftliche Verantwortung tragen. Das kann nicht anders sein. Wenn es aber eine wirkliche Blankoverordnung ist, dann muss die Wirtschaftlichkeit aufgeteilt werden. Dann ist der Therapeut zuständig für die Dauer der Behandlung und für die Art des Heilmittels, der Arzt aber ja weiterhin als Aussteller der Verordnung für die Menge der Verordnung. Da kann man es teilen. Vielen Dank, Herr von Stackelberg. Selten genug, dass ich mir mit den Leistungserbringern in Antworten fast einig bin. Wenn eine Blankoverordnung in dem reinsten Maße vorliegt, bedarf es einer geteilten Wirtschaftlichkeitsverantwortung. Natürlich bleibt der Arzt über das Ob nach wie vor verantwortlich. Das kann auch Wirtschaftlichkeitsfragen nach sich ziehen. Da intelligente Prüfungen aufzusetzen, ist selbstverständlich. Und für die Durchführung dann Wirtschaftlichkeitsverantwortung bei den Heilmittelerbringern. Das gibt mir Gelegenheit, ein bisschen Skepsis in die reinen Form der Blankoverordnung zu schütten. Ich will nicht verhehlen, dass der GKV-Spitzenverband ein Modell vorzieht, in dem auch Rückmeldungen vorgesehen sind von den Heilmittelerbringern an den Arzt. Und das führt letztlich zur Frage, ob es nicht sinnvoll ist, dass man die Zahl der Therapiestunden durch den Arzt festlegen lässt oder wie man eine Kommunikation dort implementiert. Ich verweise dazu auf unsere Stellungnahme. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die AfD-Fraktion, Herr Professor Dr. Gerke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Verband der Ersatzkassen. Im Bereich der Versorgung mit Heilmittelleistungen sieht das TSVG vor, dass bundesweit für jede Krankenkasse und für jede Leistungsposition der höchste von einer Krankenkasse bereits vereinbarte Preis gelten soll. Damit wird das Preisniveau in einem Schritt auf ein Höchstniveau gezogen. Wie hoch sind Ihrer Einschätzung nach die Mehrkosten, die den Krankenkassen dadurch entstehen? Und halten Sie diese Vorgehensweise für sinnvoll? Frau Elsner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal wird es technisch sehr schwierig sein, tatsächlich den höchsten Preis zu ermitteln, weil wir gar nicht eine einheitliche Gebührenordnung haben. Das ist ja das, was jetzt erst im nächsten Schritt erarbeitet werden müsste. Dazu hat Herr von Stackelberg ja schon ausgeführt. Jenseits dieser technischen Schwierigkeiten erwarten wir uns aber Mehrausgaben in Höhe von 500 Millionen Euro jetzt im Jahr 2019 und dann auch mal in gleicher Höhe auch im kommenden Jahr. Ich verweise darauf, dass über die Regelungen aus dem HHVG ja in den letzten Jahren bereits erhebliche Entgeltsteigerungen seitens der Krankenkassen verhandelt worden sind, sodass sich mir nicht erschließt, warum wir jetzt in so einem Galoppverfahren, das auch noch technisch, wie gesagt, schwierig umzusetzen ist, dann nochmal mit diesen massiven Ausgabensteigerungen konfrontiert werden für die Beitragszahler. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, meine Frage geht an die Bundesärztekammer, Professor Montgomery. Halten Sie die Neuregelung zum mobilen Zugriff auf Patientendaten zur elektronischen Patientenakte für geeignet, die Versorgung der Patienten zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung bzw. Zugriffsrechte der Ärzte? Wo sehen Sie die Gefahren? Herr Professor Montgomery, Sie haben das Wort. Also ich danke Ihnen natürlich für die Frage, aber die Antwort ist so komplex, dass sie wahrscheinlich nicht nur ihre Zeit, sondern die gesamte Anhörung hier sprengen würde. Natürlich sind wir für einfache mobile Zugriffsmöglichkeiten, aber uns erscheint, und damit will ich es vielleicht ganz kurz beantworten, die technische Ausgereiftheit noch nicht so, dass man das sicher den Patienten zumuten kann und auch nicht den Ärzten. Aber das ist die Zukunft, darüber gibt es, glaube ich, überhaupt keine Frage. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Sartorius vom Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten.
Sie kritisieren ja den Zusatz in § 92 Absatz 6a SGB 5, und zwar die sogenannte gestufte Steuerung, in dem praktisch ein Gremium vorgeschaltet wird. Nun hat der Minister Spahn ja auf dieses Thema geantwortet, das wird nicht vorgeschaltet, sondern nebengestellt. Hat Sie diese Antwort zufriedengestellt? Sind Sie damit zufrieden, dass die Befürchtung jetzt weg ist, dass Sie da nachgeordnet sind? Oder wie sehen Sie die Antwort? Frau Sartorius, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Also solange es noch im Gesetzentwurf drinsteht, bin ich nicht zufrieden. Das muss da erstmal raus. Ich glaube, es gibt ein Missverständnis zwischen Herrn Spahn und uns. Eine gestufte Versorgung, dagegen hat keiner was. Wogegen wir etwas haben, ist eine Stufung der Behandler. Wofür wir sind, ist eine Stufung der Behandlungsbedürfnisse der Patienten. Das heißt, eine patientenorientierte Stufung. Und solange das dort im Gesetzentwurf steht, bin ich mir unsicher, ob es tatsächlich gestrichen ist. Ich bin sehr zufrieden, wenn dieser Passus aus dem TSVG gestrichen werden würde. Vielen Dank. Herr Schneider. Meine Frage geht an Herrn Dr. Heinrich vom Spitzenverband der Fachärzte in Deutschland. Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung für fachärztliche Termine sollen in Terminservicestellen für die gesamte vertragsärztliche Versorgung umgewandelt werden und unter einer bundeseinheitlichen Rufnummer rund um die Uhr betrieben werden. Können Wartezeiten auf Termine so tatsächlich verkürzt werden oder gibt es da Ihrer Meinung nach sinnvollere Wege? Herr Dr. Heinrich. Ja, Heinrich Spitzemann, Facharzt Deutschland. Terminservicestellen vermehren grundsätzlich keine Arzttermine. Sie können sich das so vorstellen, da ist eine Schlange, Sie nehmen hinten aus der Schlange drei Leute raus, stellen sie vorne rein, dann warten alle anderen um diese drei Termine länger. Also Vermehrung findet hier nicht statt. Insofern ist die Ausweitung sehr fraglich zu beurteilen. Was eine Möglichkeit ist, ist die Entbudgetierung für Patienten, die über diese Stellen vermittelt werden. Die 24-Stunden-Ausweitung, 7 Tage die Woche, erschließt sich uns nicht. Weiß nicht, ob nachts um 3 noch ein Arzttermin beim Dermatologen vereinbart werden muss, wegen akuter Fußbeschwerden irgendwo. Das kann man online abhandeln. Insofern ist die Ausweitung wenig sinnvoll, aber Online-Angebote können da helfen. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Herr Professor Dr. Gerke. Ja, Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Kassenärztliche Vereinigung soll ja nun Eigeneinrichtungen betreiben. Sehen Sie die Gefahr, dass dort dann die Bereitschaft zur Niederlassung noch geringer wird und die KV selbst auf Dauer zum alleinigen Anbieter ambulanter ärztlicher Leistung wird? Und halten Sie es für realistisch, dort, wo sich keine Ärzte niederlassen wollen, selbst Ärzte zu finden, die für Sie dort arbeiten wollen? Herr Dr. Gassen. Ja, Gassen, KBV. Ja, vielen Dank. Herr Professor Gerke, Sie haben die Antwort auf die Frage eigentlich schon selbst gegeben. Ja. Es ist sicherlich ambitioniert, dass wir in Regionen, wo wir nun partout keine Ärzte bekommen, jetzt die nur aufgrund der Tatsache, dass die KBV oder dass die KV dann da Eigeneinrichtungen errichten, mehr Ärzte bekommen. Möglicherweise kann man den einen oder anderen begeistern, der nur angestellt arbeiten möchte. Das mag durchaus sein. Aber dass das ein grundsätzlicher Problemlöser ist, das ist sicherlich zu bezweifeln. Vielen Dank. Dann wir schenken die restlichen 17 Sekunden. Wir bedanken uns. Dann stellt die nächste Frage die FDP-Fraktion, Herr Professor Dr. Ullmann. Ja, recht herzlichen Dank. Die Frage geht an Frau Remmert von Logo Deutschland. Nach der regelhaften Ausbildung der Physiotherapeuten muss eine Vielzahl zusätzlicher kostenpflichtiger Weiterbildung absolviert werden, um Zertifizierung für bestimmte Leistungserbringungen zu erhalten. Und nun meine Frage konkret, halten Sie allgemein das Konzept einer Ausbildung nachgelagerter Zertifizierung zur Leistungserbringung für sinnvoll? Frau Remmert, Sie haben das Wort. Dietrich Remmert, Logo Deutschland. In der Logopädie gibt es keine Zertifikate und wir würden auch keine Zertifikate haben wollen. In unserer Berufsgruppe haben Praxen ganz überwiegend entweder keine Angestellten oder arbeiten mit 1 bis 2 Teilzeitfachkräften. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, eine Therapeutin in Brandenburg wird krank. Der Säugling, der versorgt wird, der saugen, schlucken und kauen lernen soll, weil er mit der Intensivmedizin als Frühchen überlebt hat, kann nicht versorgt werden, weil die Angestellte oder die Kollegin andere Zertifikate erworben hat. Und schließlich kann man sich allein aus Kostengründen nicht alle Zertifikatspositionen leisten.
das Baby bliebe unversorgt. Zertifikate gibt es also bei uns nicht und wir würden auch keine wollen und wir wissen, dass die Physiotherapeuten uns vielfach darum beneiden. Wir sind nämlich umfassend ausgebildet und entscheiden selber, welche Methode wir anwenden, auch ohne Blankoverordnung. Zertifikate ziehen aus unserer Sicht ganz allgemein einen bürokratischen Aufwand nach sich. Sie verkomplizieren die Abrechnung. Die sind auch nicht zu refinanzieren. Und in der Physiotherapie gibt es sogar eine Position oder Positionen, die schlechter bezahlt wird als die normale Krankengymnastik. Und dafür haben die Kolleginnen bezahlt. Also kurz gesagt, Zertifikate in der Sprachsprech- und Stimmtherapie würde aus unserer Sicht eine Versorgungsgefährdung nach sich ziehen. Und ich glaube, das will niemand. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Westig. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dr. Fix von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Es geht nochmal um die pflegerischen Betreuungsdienste. Frau Dr. Fix, wie bewerten Sie angesichts der offenen Stellen in der Pflege das Arbeitskräftepotenzial für die neuen Betreuungsdienste? Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort. Ja, Elisabeth Fix für die BHGW. Vielen Dank, Frau Westig, für die Frage. Ja, wir haben in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir nicht an eine wundersame Personalvermehrung glauben. Bei den Pflegediensten gibt es einen erheblichen Personalmangel, einen Pflegefachkraftmangel, aber auch einen Mangel an Betreuungskräften. Denn die Pflegedienste führen ja nicht nur oder halten ja nicht nur Pflegepersonal vor, sondern auch Betreuungskräfte, anders als es vorher Herr Professor Stackelberg ausgeführt hat in Bezug auf das Modellprojekt. Und von daher sehen wir eigentlich wenig Potenzial, das Personal sozusagen der Betreuungsdienste künftig mit entsprechendem Fachpersonal zu füllen und glauben nicht, dass die Betreuungsdienste in nennenswerter Weise hier das Angebot erweitern werden. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Dr. Schindenburg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an die Bundespsychotherapeutenkammer. Herr Dr. Munz, nochmal Stichwort gestuft und gesteuert. Ist jetzt mindestens ein gewaltiger bürokratischer Aufwand, der etabliert wird, der also Energien abzieht von der eigentlichen Patientenbehandlung. Dazu kann es nur eine Rechtfertigung geben, nämlich dass es bisher eine gigantische Fehlsteuerung gab, in die man korrigieren muss. Deshalb meine Frage an Sie als Fachmann. Haben Sie den Eindruck, dass in erheblichem Maße Fehlsteuerung im Bereich der Psychotherapie stattfand? Also dass zum Beispiel Psychotherapeuten falsch behandeln oder die falschen Menschen behandeln oder dass da was schiefläuft, dass also Steuerbedarf besteht? Herr Dr. Munz, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Wir haben keine Fehlsteuerung durch Psychotherapeuten, sondern wir haben jetzt schon eine gut gesteuerte Versorgung durch die neue Richtlinie. Das sollte man einfach festhalten. In der Richtlinie gibt es auch eine Abstufung, nämlich zunächst die Sprechstunde, auf die habe ich schon hingewiesen, die sehr rasch umgesetzt wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen. Dann gibt es ja auch die Akutversorgung und wir haben auch Belege, dass die Patientinnen und Patienten zügig in die Akutversorgung kommen, wenn es notwendig ist. Das Problem, das uns aber von den Kolleginnen und Kollegen rückgemeldet wird, ist, dass dadurch natürlich Kapazitätsprobleme entstehen für die regulären Behandlungen, sowohl Kurzzeitpsychotherapie als auch Langzeitbehandlungen. Das heißt, die Versorgung hier ist schon ganz gut koordiniert und auch gesteuert und gestuft. Wir haben Probleme, die hat Herr Hecken auch ausgeführt. Ich habe es hier vorher auch erwähnt. Da danke ich Herrn Hecken für seine Ausführungen. Wir haben Probleme in der Koordination der Versorgung schwer kranker Patienten. Das ist unbenommen. Da sollten wir auch möglichst rasch Lösungen suchen und finden, dass hier die verschiedenen Berufsgruppen gut koordiniert zusammenarbeiten können und zusammenarbeiten. Auch nach Krankenhausentlassungen stellen wir immer wieder Probleme fest, dass hier Patienten oft zu lange warten müssen. Was wir auch als Problem sehen, dass es sinnvoll wäre, wenn auch wir Überweisungsbefugnis bekommen könnten. Zusammenfassend möchte ich sagen, bevor man über das Gesetz jetzt über gestufte oder gesteuerte Versorgung in das System eingreift, sollte man erstmal das System evaluieren, wie es jetzt funktioniert. Wir sehen da schon, auch nach ersten Befragungen von Kolleginnen und Kollegen, die neue Richtlinie greift. Sie greift sehr gut. Und dann sollte man Konsequenzen ziehen, wo gibt es weiterhin Probleme.
ein Problem wird sich so nicht lösen lassen, was ich auch schon erwähnt habe, dass wir schwerpunktmäßig in ländlichen Regionen einfach auch Versorgungsprobleme haben, dass es dort zu wenig Psychotherapeuten gibt. Vielen Dank. Die vermutlich letzte Frage für die FDP stellt Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Verband der Ersatzkassen, an Frau Elsner. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme einen Vorschlag zu in § 140a SGB V geregelten besonderen Versorgung gemacht. Demnach sollen nicht nur Krankenkassen, sondern auch ihre Verbände Selektivverträge zur besonderen Versorgung abschließen dürfen. Wie bewerten Sie den Vorschlag, vor allem im Hinblick auf faire Wettbewerbsbedingungen? Dankeschön. Frau Elsner. Frau Aschenberg-Duknus, herzlichen Dank für die Frage. Ja, in der Tat, wir bewerten den Vorschlag positiv. Bisher ist es ja so, dass Krankenkassen Verträge zu besonderen Versorgung abschließen können. Sie können aber auch ihre Verbände ermächtigen. Das hat dann immer den Vorteil, dass auch kleinere Krankenkassen, die ja alleine schwer solche Verträge abschließen können, mangels auch Nachfrage macht, dass dann auch kleinere Krankenkassen dann in diesen Genuss kommen und auch ihre Versicherten. Wenn das jetzt sozusagen originär bei den Kassen dann auch bei den Kassenverbänden mit verortet wird, ist das, glaube ich, sehr gut, auch mit Blick auf den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen. Vielen Dank. Jetzt hätten wir noch ein paar Sekunden, aber die FDP macht auch eine Zeitspende. Wir verrechnen das mit dem Überziehen bei der CDU. Ich darf nun das Wort erteilen dem Kollegen Dr. Kessler von der Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Unsere erste Frage richtet sich an Herrn von Stackelberg vom GKV-Spitzenverband. Ich komme nochmal auf die Transparenzregel zurück. Mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz sollte Transparenz für die Weitergabe von Vergütungserhöhungen an angestellte Therapeutinnen und Therapeuten hergestellt werden. Wie ist hier Ihrer Ansicht nach der aktuelle Sachstand? Besteht weiter gesetzlicher Handlungsbedarf, um die Weitergabe sicherzustellen? Und welche Lösungsansätze halten Sie für denkbar? Vielen Dank, Herr von Stackelberg. In aller Kürze, ja, es besteht Handlungsbedarf. Frau Elsner hat ihn ausgeführt. Wir haben keine Transparenz. Diese Transparenz liegt den Berufsgenossenschaften vor. Wir brauchen eine Regelung, dass das in pseudonymisierter Form an die Krankenkassen, an den GKV-Spitzenverband, die dortigen Daten weitergeleitet werden. Ich bitte Sie herzlich darum, für die Verantwortlichen eine derartige Regel zu schaffen, dass wir die Berufsgenossenschaften verpflichten, die dort gesammelten Daten an uns weiterzuleiten in pseudonymisierter Form. Vielen Dank, Herr Weinberg. Der Dr. Kessler macht weiter. Die zweite Frage geht an Frau Kern vom Deutschen Bundesverband für Logopädie und bezieht sich auf die wirtschaftliche Situation. Können Sie uns einen kurzen Eindruck der wirtschaftlichen Lage selbstständiger Therapeutinnen und Therapeuten geben? Und inwieweit konsolidiert sich die wirtschaftliche Situation mit den Regelungen, die im Änderungsantrag der Koalition vorgesehen sind, also dass die bundesweite Vergütung an die Höchstpreise angepasst werden soll? Frau Kern. Ja, vielen Dank für die Frage. Der kurze Eindruck der wirtschaftlichen Lage sieht so aus. Die Bundesagentur für Arbeit hat ja nachgewiesen, dass der Fachkräftemangel auch im Bereich Logopädie-Sprachtherapie angekommen ist. Und das nicht nur in Flächenländern, sondern auch in Ballungsgebieten. Und es gibt Praxisschließungen, weil die Praxisinhaber keine Fachkräfte mehr finden. Weil zum Beispiel, oder auch weil die Mietkosten eklatant wie hier in Berlin gestiegen sind. Und auch die laufenden Kosten und auch die Gehälter auf Dauer so nicht mehr finanziert werden können. Es gibt wenig Nachwuchs und manche Berufseinsteigerin hat auch Gehaltsvorstellungen, wenn sie in die Praxis kommen, die momentan nicht den reellen Gegebenheiten entsprechen, leider. Wer es schafft, in den öffentlichen Dienst, in die Kliniken, also nach TVED bezahlt zu werden, wenn die das schaffen, dorthin zu kommen, haben sie sozusagen im Vergleich zu einem angestellten Dasein in der Praxis Glück. Andere wandern aber auch in ganz andere Berufe ab oder setzen sich mit einem Studium noch ein paar Jahre Ausbildung
obendrauf. Hierzu gibt es ja bereits auch einige Studien, die das belegen. Die Anpassung aller Länder an den Höchstpreis, das hatte ich vorhin ja auch schon, glaube ich, gesagt, oder an andere, ist ein erster wichtiger Schritt und schließt zunächst die Einkommensschere zwischen Ost und West, Nord und Süd. Aber und sie ist ein Auftakt für eine Verbesserung für uns alle. So viel dazu. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Kessler. Ja, die nächste Frage geht an an Herrn Hohnl von der gemeinsamen Vertretung der Innungskrankenkassen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme den Direktzugang als Substitutionsmodell bezeichnet. Was sind Ihre Vorstellungen zum Thema Direktzugang? Herr Hohnl von der IKK. Ja, Jürgen Hohnl, IKK e.V. Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kessler, vielen Dank für die Frage. Das Thema war ja eben schon am Rande erwähnt worden, als es auch um die Blanko-Verordnung ging. Die Innungskrankenkassen haben sich immer schon für Modelle der Substitution und Delegation ausgesprochen. Die beiden von Herrn Professor Greiner genannten Modellvorhaben, Evaluationsvorhaben zum Thema Blanko-Verordnung, geht man davon aus, dass das die beiden sind, die auch von Innungskrankenkassen kommen. Das eine war Blanko-Verordnung, das andere Direktzugang. Wir würden uns dafür aussprechen, dass man die Option des Direktzugangs weiterhin ermöglicht. Wir sehen kritisch die Streichung des Paragraphen 63 Absatz 3b, Satz 2 und 3, wo eben Modellvorhaben immer noch möglich waren. Das wird jetzt gestrichen und damit ist das Thema Substitution, also Direktzugang, komplett raus. Und das ist schade, weil wir der Auffassung sind, es gibt noch viele Fragen, die man erklären kann. Die Frage, welche Auswahl hat das auf die Qualität der Therapeuten, die Ergebnisse der Studie, also sozusagen die Versorgungsergebnisse und so weiter. Man könnte viele qualitative und Sachen bewerten und evaluieren lassen, wenn man weiterhin die Möglichkeit hätte, ein Modellvorhaben zu machen. Dafür müsste man aber die Streichung des 63 Absatz 3b aufheben und im Sinne eines Möglichkeiten Modellvorhaben Direktzugang konkretisieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Kessler. Die nächste Frage geht an Frau Donner vom Bundesverband der Ergotherapeuten. Sie haben sich positiv auf die Ankündigung der Koalition, die Schulgeldfreiheit einzuführen, bezogen. Meine Fraktion hat den Antrag gestellt, diese Schulgeldfreiheit auch rückwirkend einzuführen, so sie denn hoffentlich bald kommt. Wie bewerten Sie das? Frau Donner, Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Kessler, für die Frage. Wir halten das für nahezu unumgänglich, dass eine Regelung gefunden wird, auch rückwirkend die Schulgeldfreiheit einzuführen, weil, falls es jemand hier in diesem Raum noch nicht bemerkt haben sollte, weil der ein oder andere Kommentar weist mich darauf hin, wir haben einen eklatanten Versorgungsmangel, die Patienten sind nicht mehr mit Heilmitteln versorgt, von daher müssen wir alles tun, was möglich ist, um auch für einen entsprechenden Nachwuchs zu sorgen. Und die rückwirkende, also viele, viele Schüler warten auf eine Zusage, ein Signal von Bund, in Richtung Bund, dass hier in dem Rahmen was passieren muss und rückwirkend auch die Schulgeldfreiheit eingeführt wird. Danke. Herr Dr. Kessler. Da ich keine Antwort mehr erwarten kann, verzichte ich auf die nächste Frage. Vielen Dank. Dann darf ich das Wort geben an Frau Kleinschmeik von der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Meine erste Frage richtet sich an Logo Deutschland. Reichen aus Ihrer Sicht die geplanten Vergütungsschritte aus? Und wie wird sich das zum Beispiel auf die Vergütung der Hausbesuche auswirken? Frau Remmert, Sie haben das Wort. Dietrich Remmert, Logo Deutschland. Die Einführung von bundesweiten Höchstpreisen ist ein ganz wichtiger und richtiger und auch ein mutiger Schritt, für den wir uns erstmal ausdrücklich bedanken. In der Logopädie allerdings sichern Einzel- und Kleinpraxen mit 1 bis 2 Teilzeitkräften die Versorgung, und zwar insbesondere auf dem Land. Wenn jetzt auf dem Land Hausbesuche durchgeführt werden müssen, dann gibt es in der Regel weite Wege zu bewältigen. Bisher ist es so, dass diese Wege in einer Pauschale mit abgegolten werden und Hausbesuche schlicht betriebswirtschaftlich
unsinnig sind. Die Befürchtung besteht, wenn die Hausbesuchszeiten nicht mit angepasst werden bei den bundesweiten Höchstpreisen, dass die Betroffenen die Dummen sind, die keine Therapien mehr erwarten können. Wir haben einen Fachkräftemangel, das ist schon gesagt worden von Frau Kern. Das gehört unbedingt dazu. Wenn auch Angestellte von Vergütungen profitieren sollen, brauchen die Arbeitgeberinnen vor allen Dingen in den Klein- und Kleinstpraxen eine sichere Wirtschaftlichkeit. Das heißt, sie haben momentan keine ausreichende Altersversorgung und erst recht keine Rückstellungsmöglichkeiten. Das Ziel, unter vergleichbaren Bedingungen Betriebsergebnisse in Höhe einer entsprechenden Vergütung nach TVÖD zu erzielen, kommt näher, ist aber noch nicht erreicht. Vielen Dank. Frau Kahnschmeig. Eine Frage an den BED. Ist aus Ihrer Sicht der Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Heilmitteln ausreichend? Wir haben ja heute eine Mengensteuerung. Wie sehen Sie das bezogen auf die Versorgung von Menschen mit einer schweren Erkrankung? Und wenn Sie sehen, dass diese Versorgung nicht gewährleistet ist, was könnten wir tun, um darüber überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen? Frau Donner. Herzlichen Dank für die Frage, Frau Kleinschmeink. Sie haben gerade selber eben schon angesprochen, die Budgetierung verhindert eine Versorgung, die tatsächlich, sind wir wieder bei Versorgung und Bedarf, die tatsächlich dem realen Bedarf entspricht. Im Bereich der Ergotherapie kann ich sagen, die letzten Zahlen, die uns überhaupt vorliegen, stammen aus dem Jahre 2014. Dort kann man wunderbar für den Bereich der Ergotherapie ersehen, dass von 10 Patienten mit schweren und sehr, sehr eindeutigen Diagnosen für eine ergotherapeutische Behandlung nur 3 bis 4 Patienten, also Betroffene, überhaupt eine ergotherapeutische Behandlung auch bekommen. Die Lösung, die wir in dem Rahmen sehen, wäre eine Bestimmung darüber, dass die Versorgungsquoten seitens GKV-Spitzenverband, seitens aller anderen Krankenkassen öffentlich und transparent dargestellt werden, weil wir nur so tatsächlich am Ende sagen können oder auch wissen, wie viele Menschen bekommen die therapeutische Versorgung, die sie brauchen. Und das ist ein großer Missstand, dass bis zum heutigen Tage, man spricht hier viel über Vergütung, die bei weitem für die Therapeuten nicht ausreichend ist, obwohl wir so einen schlechten Versorgungsgrad und eine so schlechte Versorgungsquote im Bereich der Therapie haben. Danke. Vielen Dank, Frau Kleinschmeig. Meine Frage richtet sich an den VDEC. Wir haben in unserem Antrag eine Gebührenordnung für die Heilmittelerbringer vorgeschlagen. Was halten Sie davon? Frau Elster. Ja, Frau Kleinschmeink, ganz herzlichen Dank für die Frage. Wir haben große Sympathie für Ihren Vorschlag, denn wenn ich Ihren Vorschlag richtig verstehe, heißt es ja, das würde der bedeuten, dass wir sozusagen eine einheitliche bundesweite Gebührenordnung haben. Das hat Herr von Stackelberg ja vorhin schon ausgeführt, das ist sehr sinnvoll, das haben wir heute nicht. Diese Gebührenordnung würde ja dann auch sozusagen die Leistungen zueinander bewerten. Und dann hätten wir die Möglichkeit, ausgehend von einer solchen bundesweiten Gebührenordnung, dann eben auch jeweils auf Landesebene in die Preisverhandlungen einzusteigen. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich und würde auch tatsächlich bedarfsgerecht und auch ausgehend von den unterschiedlichen Kostenstrukturen in den Ländern dann eben auch ermöglichen, dass wir dann auf der Landesebene in Verhandlungswege die Preise dann auch festlegen können. Dazu macht es sicherlich Sinn, wenn wir keine Bindung mehr an die Grundlohnsumme haben, dass, das haben Sie auch in Ihrem Vorschlag aufgenommen, dass wir irgendeine Art von Leitplanke, Orientierung, Index dann bekommen, damit dann auch ein Maßstab da ist, anhand dessen verhandelt werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kleinschmeink. Stellen Sie noch eine Frage? Ja.
Meine letzte Frage. Eventuell aber nicht mehr beantwortet. Na, Sie haben eben der CDU auch fast eine Minute geschenkt. BAG Selbsthilfe. Wie bewerten Sie den Vorschlag, eine Berichtspflicht über die Versorgung mit Hilfsmitteln bei schweren Erkrankungen einzuführen und den Sachverständigenrat mit einem Sondergutachten zur Qualität der Heilmittelversorgung zu beauftragen? Frau Dr. Doka, Sie haben alles in der Hand. Danke. Ich kann das kurz machen. Wir begrüßen den Vorschlag sehr und würden uns dafür aussprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben ziemlich auf den Punkt genau unsere Anhörung beendet. Ich darf mich ganz herzlich bei allen bedanken für die konkreten Fragen, aber auch für die hervorragenden Antworten. Es wird sicherlich viel diskutiert werden und bewertet werden. Ich möchte das Ministerium in der Hinsicht entschuldigen. Die Damen und Herren mussten weg, weil die unter dem Eindruck der Anhörung möglichst schnell noch Bewertungen vornehmen wollten. Und wir die Pause um 5 Minuten verlängert haben. Hätten wir die Pause nicht um 5 Minuten verlängert, was also meine Schuld war, wäre das Ministerium auch bis zum Schluss dabei gewesen. Und ich wünsche allen noch einen angenehmen Abend. Und eventuell gibt es ja Abendveranstaltungen heute und morgen, wo man die Inhalte, die heute hier besprochen worden sind, noch vertiefen kann.